Ja. Ich habe nach Orin of the Water oder wie es heißt getötet, ne? Diese Tante, die mich hier vollgeheult hat. Die hat mich gut abgefuckt. Daran erinnere ich mich. Und hat mich wieder auf Geld auf 1 reduziert. Das ist eine Frechheit. So. Weil das Ding ist, wenn wir das normale Ending einfach machen, haben wir zwar ein kürzeres Spiel, können aber theoretisch direkt wieder loslegen. Und da sammle ich dann offensichtlich nicht alle Items, sondern dann würde ich ein bisschen mehr durchlaufen. Ein bisschen mehr gucken, was da abgeht. Ein bisschen mehr slicen einfach. Ist hier jetzt irgendwas? Ne. Hier ist doch. Ich muss direkt zu Anfang wieder gebullshittet werden, ehrlich. Ah ja. Übrigens, ich weiß jetzt, dass man schneller Stance regenerieren kann, wenn man einfach nur blockt. Also nicht gerade dabei ist, jemanden zu blocken, sondern einfach steht und blockt. Hier so. Alter, guck das an, wie das runtergeht. Das habe ich vorher gar nicht mehr gewusst. Lass den Scheiß. Jetzt werden wir das mal da reinschlagen können überall. Gut, diesmal war ich nicht der, der gebullshittet wurde. Außer ein bisschen, okay? Seien wir ehrlich, ein bisschen wurde ich gebullshittet. Oh, hier sind ja nochmal so viele, ne? Ist Zeit, vielleicht Geld zu verdienen jetzt? Weil die Kakis und so, die will ich jedes Mal holen, ehrlich gesagt, weil mir macht jeder Boss halt Spaß, also will ich eigentlich wieder gegen jeden Boss kämpfe. Außer die scheiß Kackköpfe, die muss ich nicht unbedingt haben. Die kopflosen Kackköpfe meine ich natürlich. Ich muss mal ganz kurz wieder auf das Billige wechseln. Ja. Besser ist das für mich. Meine Kasse. Du gehörst zu mir. Der Rest wird jetzt gesliced. Ja, nimm den. Blau. Perfekt. Aua, ich wollte gerade weg von dir. Du fettes Stück. Oh mein Gott, kommt der Wald. Bist du sauer? Kommt ihr gar nicht wieder? Wahrscheinlich. Schluckt. Man hört das. Wie laut. Mal sehen. Gut, Dina. Heller dran. Es löst sich auf und löst. Bah! Bah! Was fummelst du da an der rum, Junge? Komm ich da rein, irgendwie? Ah. Sagen, um den Arsch zu versohlen. Sehr wichtig, finde ich. Warte mal, hier ist der Shortcut Jump, den die alle mal machen. Wie geht der? Irgendwie so, gegen die Wand und dann irgendwie. Ah, shit. Ja, nee. Egal. Wo komme ich hier hoch? Komme ich nirgends hoch, oder? Einfach so. Nee. Nee. Komme ich nicht. Deswegen nutzen die Leute hier diesen Shortcut. Nee, wait, man kann hier durch, ne? Nee, warte mal, anders. Ich glaube, so war das, oder? War das nicht von vorne? Ich kann mich nicht abstoßen von vorne, okay. Aber es war nicht von vorne. Würde ich jetzt mal schätzen. Lol, ich kann zweimal jumpen. War crazy. Aber das war nicht von hier. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Oder wo genau. Ich glaube aber. Warte mal, was ist, wenn ich auf den Stein hier rüber gehe? Komme ich dann da hoch? Wahrscheinlich schon. Ich darf nur nicht schwimmen gehen. Oder? Ne, ist viel zu hoch.
Und da kann man bestimmt wenig stehen, oder? Aber geblockt. Oder unsichtbar. Und musst du da jetzt so runterrollen wie ein Gamer? Musst du das sein? Ja, will den Shortcut mal wissen, wie das hier geht. Aber der ist hier so durch die Baumkrone, glaube ich, gesprungen. Ich weiß nicht, woran man sich hier abstoßen kann, weil ich kann mich ja nichts abstoßen. Nur hier oben. Ah, warte mal, so vielleicht? Wenn man so hier rübermäßig springt und dann umdreht dabei? Er ist auf diese Brücke hier gesprungen, neben mir instant. Ich weiß so nicht, wie es geht. Ja, schon nochmal. Nein, machen wir eben. Ich komme da aber nicht rum in der Zeit. Und hier kann man sich ja nicht vernünftig abstoßen, dann kann man sich hier wieder... Oh, hier könnte man. Okay. Mach hier Dolphin Dives und versuche was rauszufinden, aber es muss sein. Ist das das hier, ne? Mit diesem Ko... Ja. Okay. Ach, da ist was zum Grappeln. Oh, da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie so? Nee? Oh, fast. Müssen weiter hinten springen. Ach, go. Das ist crazy. Oh, es war grün. Ich konnte aber nicht. Ich war schon zu weit. Ich war nah genug dran jetzt. Vielleicht von hier. Nee, da sehe ich gar nichts. Digga, keine Ahnung, wie nutzt man den vernünftig. Aber an dem Stein kann ich halt nicht abspringen, das ist mein Problem. Das heißt, ich muss eigentlich hier rumspringen, mich einmal abstoßen und dann da lang, glaube ich. So hat es ja auch gemacht. Es geht auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie man diesen Jump-Skip macht. Warte mal. Ja, so anscheinend, aber ich hätte nach vorne springen müssen, glaube ich. Oh nein. Komm rum. Oh mein Gott. Eben gerade war aber gar nicht schlecht. Ja, hier backt er immer so rum, ne? So nur ein, zwei Mal und dann gehen wir aber weiter. So anstrengend hier. Nein, diesmal ist er gar nicht abgesprungen. Weil es gibt so, sag ich mal, so ein, ich sag mal einen Bug, aber ich weiß nicht, was ein Bug ist. Wo er so später halt eher mäßig abspringt, der hätte ich schon wieder vorher rüberziehen können. Oh mein Gott, was hat er da gemacht? Oh mein Gott, das ist viel zu. Okay. Wir lassen das. Mal jetzt noch einen Sprung. Dann. Oh, dann lassen wir das. Oh nein, nein, nein. Ja, aber ja, okay. Diesmal bin ich einfach nur gegengesprungen. Ja, komm, dann prügeln wir den Boss zusammen. Wollte was testen, genau. Überleg nur gerade, wie viele waren es jetzt? Zwei Samen und Asche zum Beispiel geht auch, habe ich gesehen. Aber wie viel? Fünf dann? Viele machen das mit dem Blenden nach. Könnte ich auch probieren. Einfach nur das hier, glaube ich, da. Ein Blitz aus Schießpulver. Ein Schießpulverblitz. Cool. Oh Mann, ich brauche ja nur das dann. Zur Not nehme ich nochmal Dings mit. Ich will das halt mal probieren, ob das geht. Weiß nicht, ich glaube, es geht nur beim ersten Mal, wenn man reinläuft. Da. Ich muss es sehen. Die Speedrunner-Leute gehen halt rechts hier rüber durch diesen Dickicht. Da ist ein Item drin. Warum werde ich hier wieder geblockt? Das ist so frech. Ich, da, ja, genau. Wegen dem Baum kommt man wieder nicht hoch. Ey, das kann nicht sein. Bei einem Baum kann ich hier nicht erstoßen. Nee. Was? Weiß nicht, ob man Gashi dafür braucht. Glaub nicht. Ich brauche auf jeden Fall göttliches Konfetti.
Und ich brauche vielleicht auch, ich probiere es einfach mal mit Gashins aus. Aber eigentlich sollte das egal sein, ne? Vielleicht muss nur schnell genug laufen, wenn ich mich nicht irre. Weiß aber nicht mehr, also benutzen wir das. Nee, hat mich gesehen, ne? Oder? Nee, hat mich nicht gesehen. Das ist perfekt jetzt. So, und jetzt muss ich was machen noch gleich? Knallen? Kann ich die öfter als zweimal knallen? Ich weiß es nicht. Knall sie jetzt erstmal. Muss ich da in der Nähe? Ach, ich muss da in der Nähe. Sie move da noch nicht mehr. Nein. Warte mal, oder nur davon nicht? Oh Gott, wie wirft er denn? Alter. Ja? Das Experiment geht gerade gut. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber wir versuchen. Wir versuchen es. Nein, es reicht nicht. Ey, die kriegt ja Schaden durch meine fucking Asche. What the fuck? Okay. Müsste die schon weit genug sein. Ich kann sie aber nicht. Wieso kann das jeder? Warte mal, kommen die irgendwie höher an dem Stein? Nein. Okay, warte, warte, warte. Ich kann nicht. Die muss weiter. Ich kann aber nichts mehr machen jetzt. Wie schaffen die das so hart? Oder muss sie in ihrer... Ah, die kann, es kann sein, dass die in ihrer Animation sein muss. Warte mal. Nee. Wie töten die die auf Stealth? Oder ist wirklich, dass die einen noch nicht bemerkt dann? Weil guck mal, die ist halt kein Aggro auf mich. Ich habe hier, guck mal, wie hoch ich springe. Ich kann es aber nicht. Ich habe alles benutzt, was ich machen kann. Das juckt sie nicht mehr. Scheiße. Gut. Fehlgeschlagen, das Experiment. Würde ich sagen, geht's los. Ich habe gar keine. Warte mal. Oh, oben. Solange ich noch Zeit habe. Okay. Dann, let's go. Oh, die juckt das nicht, ne? Oh, die juckt das nicht. Lass mich mal kurz hier ein Biddy. Ach, sie gibt mir sogar Openings. Alter. Das haben mir wenige gegeben in letzter Zeit, echt ehrlich. Oh, ich muss gegen sie Mikirin. Das wusste ich gar nicht mehr. Dass das überhaupt gegen sie vonnöten ist. Oh ja, schon wieder. What the fuck? Ich hab's versucht, ich war noch nicht ready. Ich hab's mein Bestes gegeben. Da war ich ready, aber nur halb. Oh, das war der hier, okay. Und ich habe kein Konfekt mehr, Diggi. Auf das Konfetti. Oh, da bricht sie mich, wenn ich falsch mache. Ei, ei. Oh, auf, ja, Mikiri. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Mikiri-Shit macht. Okay, das war wieder viel bezahlt, finde ich. Und also ich muss sagen, ziemlich langsam und sollte auch easy sein, aber irgendwie finde ich es voll anstrengend gerade. Ah, ich hab's. Sorry, ich kann nichts machen. Ach, warte mal, die hat ja nur eine Leiste, die kann ich first tryen eigentlich. Ich dachte halt, es ist vorbei hier an der Stelle, aber... Warte mal. Oh, ich dachte, du greifst wieder an, meine Güte. Warte kurz. Ich will wenigstens Half-Life wieder kriegen. Oh, das ist falsch geblockt. Das war gar nicht geblockt. Ey. Aber sie kriegt guten Stance-Damage. Aber naja, sie hat doch hohen Schaden selbst gerade abgekriegt. Also. Ihr Leben. Was macht sie da? Oh Mann. Ich hab gedacht, das ist der Sprungwurf. Oh, ich dachte, jetzt kommt's. Aber ich richtig reingelaufen jetzt. Ich hab keins mehr, ne? Okay. Schade. Eigentlich ist er ja da, komm.
habe ein bisschen Angst, wie eigentlich schlagen, bis ich geparried werde, aber. Oh, okay. Aber sie ist voll geil zu parryen irgendwie. Es macht richtig Spaß. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie das. Oder geht das nur über diesen Shortcut, den die Speedrunner nehmen? Weil die springen über dieses kleine Brückenabteil, was man sieht. Ich kann es gleich nochmal zeigen. Rechts ist so eine Brücke, die nehmen, klar. Die nehmen die auf jeden Fall auch, gar keine Frage. Aber von der Seite kannst du hier, warte mal, von hier müsste man es vielleicht sogar echt gut sehen. Da oben die Brücke, da erinnern wir uns dran, da, man sieht sie auch gerade. Und von da aus kann man dann nach links springen und sich grappeln, wie wir ja gesehen haben, in dieses Haus, da von oben nach oben springen und dann einfach nach links, wo man eigentlich nicht lang kann, durch so, wie soll ich das nennen, durch so ein Gestrüpp einfach. Warum kommt er nicht immer? Muss er immer kommen? Ich meine, ich gehe jetzt einfach, aber nervt halt hart, ne? Oh. I'm sorry. Weil ich glaube, hier, ab dem sie kommt, sieht sie mich in der Theorie. Oder? Naja, sie sieht mich nicht, aber ich weiß nicht, ob man da eine begrenzte Zeit für hat, weil irgendwie habe ich das Gefühl. Einmal. Nein. Ich verkrieg's wieder. Ja, es war da! Nein, es war da! Ich hab's gesehen! Ich bin Speedrunner! Ein Certified! Ich bin Certified Speedrunner, okay. Ich mach das jetzt nochmal. Ich hab davon so viel von dem Zeug. Knallsam jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich will das machen. Ich hab's gesehen. Man muss instant drücken. Man muss nicht warten. Ich dachte, man muss warten halt. Man muss instant spam. Ich mach das jetzt. Wehe, ich hab noch genau von beiden. Oh, jetzt wird geknallt. Ich versuch's. Oh, ich will auch den Speedrunner wegnehmen können, aber dafür bin ich noch zu schlecht. Ich weiß nicht, wie die da überhaupt so da immer so schnell hinkommen, weil guck das an, der ist hier. Der hat sich von unten hier hochgegrabbelt. Bei ihm war nicht mal der da. Also der hier bei mir ist immer. Der ist irgendwie nie bei den Jungs. Keine Ahnung. Die einfach zu schnell für menschliche Augen sind oder so. Und dann springen die von rechts genau da. Über diese zwei Häuser sozusagen. Bisschen früh gespawnt, oder? Ja. Oh Mann, töt mich nochmal. Dafür will ich nochmal sterben, es geht nicht, aber. Alter, die Hits. Wie viel Bass die Hits haben. Nehme ich hätten. Oh, tut mir leid, Jungs, falls ihr gleich wieder Drachenfeuer habt. Ich mach's auch weg. Aber ich will jetzt einfach. Ich will die Strat. Ich konnte es eben machen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es doch nicht fassen. Ich hab 5 oder so von der Asche benutzt gehabt, eigentlich nur. Dann habe ich noch einen geworfen, um es nochmal zu triggern. Und ich glaube, wenn man das dann verkackt und sie kurz stehen lässt, dann passiert es nicht mehr. Aber ich habe nicht mehr genug Geistembleme. Oh, no. Obwohl, vielleicht. Vielleicht reicht die Asche auch so. Er ist einfach geradeaus weitergelaufen. So, hm. Alter, war das fette Backen gerade. Bin ich halt komplett am Rand. Das war halt diesmal richtig, glaube ich, ne? Scheint. Weiß ich, geht nochmal? Ja. Ach, ich kann nicht. Noch einmal komm. Ich bin also ein Wichser. Ich habe keine Handfeuerasche mehr. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ah. Also, was macht er auch hier? Soll jetzt einfach nur hochspringen und nicht an dem Ding vorbei. Ja, ich glaube mit noch einer Asche theoretisch. Wait. Nein. Darf also wirklich nicht mehr. Ich hab's versucht, Jungs. Ich hab's versucht. Guck. Ah, jetzt, also ich weiß jetzt, wie ich springen muss. Man muss einfach nur so, er macht's von alleine in der Theorie, wie er dann drauf springt. Mal guck, ich wäre in der perfekten Pose jetzt für den Stealthy, aber der ist
den Schock hier nichts mehr jetzt leider. Man hat ja nichts anderes, was man... Obwohl, kann man die Fragmente da noch gegenwerfen, gegen die Alte? Ach, guck. Scheiße. Ja, was sollte das? Ach, der hat gegen die Wand geworfen. Den unten. Gib mir nochmal so einen Splitter. Für das Testen. Okay, sorry. Oh Mann. Mano, ehrlich. Ah, ich bin offizieller Speedrunner, aber ich hab's gezeigt, dass es geht. Okay, ich versuch's jetzt nochmal normal zu verhalten. Alter, der letzte immer, what the fuck? What's going on? Da konnte ich gar nichts blocken. Und wenn der erste mich hättet in einer Flasche, bin ich offen für den zweiten? Alter. Komm nicht ran. Ah, die ist aber auch wieder nur übers Parrying, glaube ich, besiegbar, ne, so richtig. Weil Schaden macht man der nicht oft. Obwohl. Aber sie, ja okay, sie macht nicht diesen Stop-Move, diesen Parry, sondern sie schlägt einfach immer asozial rein. Das ist das Problem. Finde ich. Weil sie lässt sich nicht stoppen von manchen Hits. Das macht sie viel zu gefährlich, um da die ganze Zeit anzugreifen. Zwei Hits. Und gucken, was geht vielleicht. Alter, hat mich das schon wieder getroffen. Oh. Ich hab kein göttliches mehr. Warte kurz. So, ich schau mal fröhlich herum, das passt. Spät. Alter. Better late than never. Alter. Alter. Alter, so spielt man gegen die im Normalfall? Chill mal deine Eier. Nein, ich hab mich verklickt. Ich hab mein Mortal Blade gezogen. Ey, die ist voll geil, aber die macht so wieder rhythmisches Blocken, so. Bing, 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 bing. Schon cool. Sprintsprung. Wow. Das gibt's. Zeig. Wow. Sprung während des Sprintes. Alter. Okay, noch einen Try habe ich in der Theorie nicht. Ich kann zwar die Scheiße usen, aber das wird mir jetzt nicht mehr viel bringen, weil ich habe auch keine Geistembleme mehr, um nachzuhelfen. Geduldet. Ich werfe noch ein paar Handvoll Asche, weil ich noch 155 habe in die Fresse und dann. Ich benutze sie ja sonst nie, aber. Ist irgendwie witzig, wenn das geht. Lass das bitte. Alter, raste. Warum rastet der so hart? Oder ist es wirklich, wenn ich früh genug nur damit anfange, sie komplett zu harassen? Direkt. Weiß es nicht. Das war fast früh. Ich glaube, man muss bei ihr nicht geduckt. 3 hat sie letztes Mal genommen, naja. Ich darf nicht. Ich hab's gehofft jetzt. Schade. Weiß nicht, woran es liegt bei mir, dass ich das nicht darf, aber scheiß drauf. Nein, ich mach gerade. Confetto. Nein, ich will wieso trinkt er denn schon wieder? Oh mein Gott. Oh nein. Ist ja auch falsches Fuck gewesen. Ah, jetzt hat sie mich mal geparried. Wieder. Das macht sie oft, kann das sein? Wenn sie merkt, dass es durchgeht, dann bullshittet sie mich damit immer gerne. Alter. Fast anstrengend. Wieder. Digga. Diesmal habe ich sogar versucht. Aber ich war zu spät. Meine Idee. Alter. Ah, so geht das wohl. Nein, hau. Oh, sehr schön. Oh, und der letzte ging wieder voll durch, weil ich wieder gedacht habe, oh, block ein bisschen später. Nee, block einfach nicht ein bisschen später. Was ist damit? Lass mich kurz mein Konfetti machen.
Alter. Ich sehe dich nicht. Ich wusste nicht, wann der Hit ankommt. Ich habe seine Waffe nicht mehr gesehen. Ja, die Kamera manchmal, ne? Ehrlich. Ich versuche anzuvisieren. Wer da abvisiert, liegt da rum. Nicht zu passen. Egal. Göttliches haben wir noch. Die Speedrunner-Strat machen wir jetzt einfach nicht mehr. Aber die ist cool. Wusste nicht, dass es wirklich geht. Man muss nur irgendwas erfüllen dafür und ich weiß nicht was. Vielleicht schneller. Ich hab keinen Plan. Lass das. Wieder ausrasten. Wenn ich mich dann... Oh, ich hab auch nicht mehr viel. Ja, ja. Ja. Oh, Dicker. Damit startest du. Alter, was ist das immer für ein Hit? Warum macht er so viel Schaden? Warum ist ihre ganze Stance gerade weggegangen? Wieder. Sobald sie ruhig steht, oder was? Ja, oh mein Gott, ich verliere alles. Ich brauche also wirklich Schaden dafür. Verstehe. Ich hab's doch geblockt. Hat man doch gehört, hä? Und auch gesehen, oder nicht? Warum? Du hast mir... Ach, hat sie's mir angezeigt? Ich hab's nicht gesehen, das kommt. Und das war auch nicht der Top-Hit, den ich erwartet habe. Alter, jetzt werde ich einfach nur tot gespammt von irgendwelcher Scheiße. Hey, wieso geht das trotzdem so hart durch? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Selbst wenn ich's vernünftig blocke, geht's übel hart durch, der Scheiß. Ja, chill mal kurz, was gucke ich hier? Ja, guck hier. Ich mache so auch Schaden, merke ich gerade. Das ist keine. Aua. Alles von Stance weg. Was muss ich machen, um sie zu besiegen? Also ich meine, Parrying tue ich schon eigentlich recht gut. Gerade würde ich fast sagen. Aber sie gibt mir nicht genug Angriff, um sie zu punishen in dem Sinne. Oh, was? Hey, lol. Das ist gefaked. Allein das schon wieder. Das ist... Geistergesicht. Wie gesagt. Ich hab gar keinen Schaden durch. Ja, ich hab... Bin auf sie zugedasht. Also entweder ich nehme Göttliches jetzt die ganze Zeit oder... Bei... Also Stance lacht mich aus von ihr. Hör das an. Aber ich lebe davon, dass ich halt komplett an ihr dran stehe, währenddessen die ganze Zeit, halt auch jetzt, die immer hitte. Ah, fucking heck. Also guck, wenn ich jetzt heale, hat sie ja Zeit, aber solange sie in den nächsten Move geht, passt es, wenn ich wieder reinschlage, ne? Ja. Okay, das ist hier so ein Boss, der vor mir verlangt, der ist direkt vor der Nase bin. Oh Gott, der ist fast in die Hose gegangen. Dann muss ich ihn schlagen, bis ich geparried werde auf jeden Fall. Ja, das war aber auch respektlos. Eigentlich kannst du mich jetzt umbringen. Also ehrlich. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay, Schlampe. Aber ich weiß Bescheid. Also ich muss sie harassen wieder. Ey, manche Bosse sind so unterschiedlich. Manche erreichen eine gewisse Stufe. Ah, okay, jetzt kann ich wieder richtig gut geprügelt werden. Manche, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Rank, was ich mir nachmacht. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwann muss wieder einer verfaulen von denen. Geht nicht anders. Also jetzt habe ich ja, weil dann benutze ich mein Konfetti mal, weil ich muss ja eh angreifen und wenn ich mal einen Hit mache, dann mache ich wenigstens ein bisschen Schaden mehr. Aber die Timings habe ich recht gedownloadet. Nee, nicht Syrah. Garantiert nicht. Das ist völlig vergessen, Syrah. Kann ich den da hinten eigentlich mit meinem Glockensohn zusammenfighten? Ich denke schon, oder? In der Theorie. Hauptsache alles wieder verloren, was ich hier gerade gegeben habe. In dieser Millisekunde. Nee, sie verliert am Anfang immer. Man muss ihr gewiss viel Leben ziehen. Oh Mann, dann ist sie wie die anderen. Geisterboss hier.
Oh, ich betrunken, aber willst du mich abstechen? Alter. Oder sie muss eine gewisse Stufe erreichen. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Alter. Das ist immer krass, der gemacht. Ja, hä? Digga, du hast doch wieder alles verloren. Das kann nicht sein. Okay, okay. Du hast so eine Niederauszahl jetzt gemacht, oder? Okay. Jetzt block ich doch gar nichts mehr, merke ich. Also gar keinen Schaden, das wird ja so eine Stunde dauern gegen sie. Wenn ich auf Stance gewinnen will, dauert das sehr lange. Weil guck mal, jetzt wieder Stance weg. So gut wie. Und ich bin immer on the brink of death. Das ist immer dumm. Und sie regent halt instant wieder. Komm gar nicht dazu, mit drauf zu schlagen. Ich fuck mich übel ab. Ach, du machst einfach nonetheless. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann sie an dem hindern. Oh nein, ich bin reingedasht. Ich bin doch reingedasht. Da konnte ich ehrlich gesagt nicht wirklich was gegen machen. Ich bin eventuell tot, würde ich sagen, aber alles gut. Das gibt immer gut, glaube ich, oder? Ich kann noch nicht so richtig drauf. Ach, oh mein Gott! Steh auf! Die leert sich ja instant! Guck dir das an! Ich bin wieder am Anfang! Alter! Das kann nicht sein! Alter, und dieser Hit, der trifft auch so dumm. Okay. Okay, ich darf nicht einen Fuck-up haben. Wenn ich sie komplett durchparry die ganze Zeit, haben wir Luft. Dann können wir was machen. Das ist crazy. Okay, weil ich habe leider keine Geistembleme mehr für den Hasen hier. Für den Sonnenmann hier. Der ist cool, aber der macht auch gut Schaden auch an ihr, wenn es durchgeht. Aber sie flincht halt nicht immer, was mich sehr angreifbar macht, wenn das nicht die große Klinge ist. Ja, müssen wir mal gucken. Nein, ich müsste einmal gehen. Der Handkantenmeister wieder. So. Träger, zwei Konfetti. Oh, es wird zu spät. Das ist wieder weg. Ey, der erste war aber ein bisschen schneller, oder? Oh, hat's richtig gehört, wie er es hier getan hat. Cheats! Okay, sie muss ein gewisses Leben erreichen, damit ich sie überhaupt töten darf. Guck dir das an. Da geht's mir weg. Da kann ich nicht mehr was gegen machen. Das ist respektlos, sie muss Leben erreichen. Irgendeins. Oh mein Gott, ich hab's doch richtig gemacht. Ey, Mann. Ich kann sie nicht mehr hitten. Krieg jetzt wieder ein Ding ins Maul. Muss dasselbe wieder. Ich schwör. Das scheppert gleich so hart, ne? Jetzt ziehst du einfach durch, obwohl ich dich trete, Digga. Ich schwör auf alles, ich block's jedes Mal. Na, außer den wieder. Ich versteh's nicht. Irgendwie sind die. Ach, kann es sein, dass die extra Off-Timing sind? Irgendwie zwei Frames oder so, das, weshalb mein Gehirn damit nicht so einfach klarkommt, weil ich davon ausgehe, dass es rhythmisch kommt. Ich glaube irgendwie schon, dass das so ist. Ich hätte zweimal blocken müssen. Also ich glaube, man kann durchs Parrying gewinnen, aber das dauert. Nein, ich konnte nicht aus hier raufspringen. Mann. Ey, die macht aber viele Kombinationen, Junge. Ich hab's versucht, Bruder. Ich stehe doch. Oh, ich versuche es.
Warum ist er schneller auf einmal? What the fuck? Kein Leben mehr, mir egal. Ich sehe nichts. Warte mal, gib mir mal kurz. Während du dich hinten heilst, heile ich mich auch. Ah, der macht das dann früher! Und ich habe alles verloren. Ja, guck mal, ab einer gewissen Stufe wieder unten sinkt das auch einfach komplett wieder. Also jetzt bullshittest du wirklich. Also ich muss über Hälfte, glaube ich, ihrer Bar kommen mit ihr, damit das überhaupt funktioniert. Ich sterb gleich. Ich muss ja ganz kurz hier mit dem Kügelchen knallen kommen. Oh. Nein, was sollte das denn? Oh, ich hab noch in der Luft parieren, deswegen alles gut gewesen eigentlich. Oh, von hinten angreifen. Macht Sinn bei dir, ich bin gesprungen, man hat's noch gesehen, das hat aber nicht gereicht. Okay, also das ist aber wieder cool, weil ich nehme jetzt extra kein göttliches Konfetti mehr. Ich weiß jetzt, dass egal wie viel Leben sie hat, ab so 50%, ich würde sogar 60% wahrscheinlich schätzen, ab 60% Ladung stagniert sie. Da kann ich dann leichter reinfighten, wortwörtlich. Da kann ich einfach, wenn ich dann noch Pots habe und am Ball bleiben kann, ist krass. Das heißt, ich muss so 6 Kombos, würde ich schätzen, einmal komplett perfekt blocken. Mäßig, nicht perfekt, aber ne? You know what I mean? Und dann sollte ich weit genug haben, dass es nicht mehr so hart sinkt. Und dann müsste ich, sag ich mal noch, wenn ich genug Pots habe, hätte ich auch mehr Zeit, mich zu healen, etc. Ich könnte auch mal eine Sterbliche geben direkt, oder? Das wäre doch übel die Idee. Aber da, guck mal, das ist zu langsam für sie und sie macht dann leider auch nichts. Ich kann mich leider nicht bewegen, während sie mich schlägt. In der Kombo. Naja, Leben ist hart. Komm, booste dich schon schön hoch. Ja, ich komme jetzt wieder erstmal nirgendwo hin damit. Aua. Soll ich was sagen? Mehr. Nein. Sie muss nach einer Combo muss sie da enden. Dann haben wir's. Oh Gott. Ich hab's gemacht. Oh. Und der Troll-Move. Oh nein. Oh. Wenn der erste mich immer schon rausbringt, dann ist es schwierig zu halten noch gegen die anderen. Oh, das hast du mir aber echt eine Chance gelassen gerade. Kurz hier hin, während du schlägst, weil dann verlierst du ja nichts. Ah, das war schlecht. Das war auch richtig schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er übertreibt. Warum übertreibt sie so? Ich bin dumm. Ich war das erste Mal, springe ich aus Versehen. Oh mein Gott. Aber warum übertreibt sie auf einmal? Ich habe noch nie eine, was war das jetzt, eine 9-Hit, 8-Hit-Kombo oder so? Mit dem, also mit diesem vorher, mit dem 3er-Hit und dann nochmal diesen 6er-Hit oder so dran. So, dünn, dünn, dünn. Und dann geht die Drehung los. Dünn, 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 dünn. Ich denke mir so, ja, okay, ja, okay, ja, okay, weißt du so. Irgendwann muss auch vorbei sein. Aber ist geil, wenn ich das kriege, darauf komme ich klar, actually. Also, wie gesagt, parryen finde ich eigentlich sogar manchmal einfacher als ausweichen hier. Oder so. Aber das Spiel ist ja auch dafür ausgelegt, dass man eher parryen kann, ne? Also eher parryen sollte. So. Den Schirm rausholen. Parry, das will ich noch. Das ist immer dein Starter, kann das sein? Ihr Starter, sorry. Ist ja eine Nonne. Das zweite Mal, dass ich reingeblockt habe, so schlecht. Breche auch gleich, wenn ich das noch einmal verkacke. Ah, ja, ja, das war wieder unverfroren. Wieso konnte ich mich nicht wegbewegen, da kurz? Kurz was dann? Lol. Das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Auch eher aus Versehen als extra. Ich wollte es gerade abusen. Und dann kommt sowas. Warum trollt sie aber immer so hart im Early rein und später nicht mehr? Oder ist es, weil ich dann drauf
Klar, guck mal, was hier abgeht. Weiß es nicht. Der Mikiri macht es mir viel zu selten jetzt, wo sie gemerkt hat, dass ich weiß, wie er funktioniert. Und den hier, der kommt auch echt selten. Und wenn, hittet er mich mit dem letzten. Auch sehr unbelohnt. Nein, komm, nochmal. Oh, ging nicht mehr. Oh, das war wieder ein schlechter Bock. Alter, ein knappes Ding. Oh mein Gott. Die macht also einfach zweimal so eine Drehung. Okay. Lass mich mal. Achso, das ist der andere Sprung. Hey. Oh, da wollte ich noch rein eigentlich. Schade. Gib mir Kügelchen. Oh. Das wird's früh. Okay. Wenn ich den letzten verkackt hätte, habe ich gebrochen, das fuck. Oh. Sie. Entschuldige mich. Heutzutage darf ich aber nicht mal mehr ein Gender assumen. Also. Eigentlich. Oh. Ich darf nicht mal sagen, ob es eine Sie oder ein Er ist. Darf man jetzt nicht mehr. Alter, du redest mich nie damit. Außer ich bin mit Bombo. Was soll das? Ja, okay. Das habe ich actually probiert, aber. Soll ich machen, ne? Wieso blocke ich den und trotzdem kickt er mich hoch? Ja, meine Stance da am Arsch war gerade? Mach mal runter hier, die Stance. So. Oh mein Gott. Ich muss einfach mal zwischendurch wieder blocken. Check das immer nicht. Ja. Ja, komm nicht ran, Junge. Du bist 100 Meter weg. Mir auszulachen, bitte. Okay. Bitte. Oh nein. Werde ich das hier auch erst ab Half-Life richtig brechen, oder? Oh, okay. Okay, da kam irgendwie aus dem Nix für mich. Was auch nicht. Ah, nicht getroffen, lol. Na, ist das früh. Shit. Den krieg ich immer nicht. Ah, okay. Oh, kannst du daran hindern? Die ist geflincht. Weil ich auf dem Schädel geschlagen hab, glaube ich. Oh. I took the walk to Poland. Wirklich. I took the walk. Ey, die tut alles daran, die ganze Zeit zu sinken. To Poland. Baby. Alter, wie ging das? Wie hab ich das so hingekriegt? Ich hab einfach gesagt, scheiß auf Partner, jetzt geh ich rein. I took the walk. Die Nonne hatte ich damals festgelegt, die hat mehr gelesen. Ja, ich auch. Falls du dich erinnerst, das Video ist auch geuploadet. Ich hatte vor ein paar Tagen nochmal die Bossfights angeguckt und damals war es sehr viel leichter, muss ich sagen, da ich jetzt im New Game Plus bin und irgendwie mein Körper, also meine Haltung und so nicht mehr steigt und gar nichts und ich diese letzte anscheinend Perle noch nicht habe aus dem anderen Playthrough, muss ich halt alle Enden noch spielen, bevor ich das alles habe. Das heißt so, meine Kraft und alles, ich mache ja alle Nebenbosse und alles, ist nicht so strong bisher. Das ist wirklich schwer, Level zu kriegen auf der Schwierigkeit. Ich erinnere, ja, also no joke, ich frage mich wirklich, wie schwer das Spiel beim nächsten Mal wird, weil ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, ich weiß, dass du da vielleicht keinen Bock drauf haben wirst, aber ich werde jetzt das Shura-Ending machen, nicht das Shura-Ending, das Kuro-Ending machen. Tatsächlich das Normale, was ich noch nie hatte, weil ich habe ja Purification gemacht letztes Mal. Das war auch mein First Playthrough. Das heißt, ich werde jetzt das Kuro-Ending machen, wo ich ihn nochmal serve. Danach will ich das Spiel nochmal direkt durchspielen, aber im schnellen Sinne. Nicht im Sinne von, ich gucke mir alles an, ich gehe überall hin, sondern ich kenne ja jetzt eigentlich so ziemlich alles. Töte das, worauf ich Bock habe, mache ein paar Bossfights und sowas, gehe da ein bisschen durch und wird ja auch ein bisschen schwerer dann sein, auch so eine kleine Herausforderung und mach dann das Shura-Ending, das, wo ich böse werde, sozusagen das Bad-Ending.
Und dann erst, beim schwersten aller Playthroughs am Ende, will ich das letzte Ende mit dem Drachen, mit den Dragons Return machen. Weiß ich nicht. Kannst du das nur, wenn du die Träne nicht änderst? Ja, Shiro's Skin. Ja, Shiro mache ich dann auch nochmal, wie gesagt. Ich will alle Enden halt sehen. Ich habe ja, wie gesagt, bisher nur eins selber erfahren, richtig, auch von der Story her. Deswegen gucke ich mir das auf jeden Fall lieben gern an. Und jetzt will ich erstmal wissen, was passiert, wenn wir einfach sagen, okay, Ende. Weil letztes Mal war ja Purification. Das Purification-Ending, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber Purification war doch, dass alle Unsterblichkeiten gereinigt wurden sozusagen. Dass auch das ewige Wasser und wie das alles hieß, dass das alles keine Wirkung mehr in dieser Welt hat und wieder ins Reich der Götter so mäßig zurückgebracht wurde. So war das, soweit ich weiß. Und man hat diese Träne genommen, um mit der Macht der Träne die Macht sozusagen dieser Unsterblichkeit ja aufzulösen von dem Drachen, weil die ja aus dem Gottesreich stammt und direkt eine vom Drachengott selber ist. So, ne? Dann, ich find's auch geil, so, weil ich auch jetzt wieder neue Lore erfahren habe, bin ich auch wieder richtig interessiert an dem Spiel und so. Also mit Lore erfahren meine ich vor allem, ich habe mit denen geredet und denen mal den Sake gegeben, das habe ich zwar letztes Mal auch gemacht, aber ich habe nicht mit so einem offenen Ohr zuhören können wie diesmal, weil ich schon dieses ganze Vorwissen hatte. Und hab dann, ist mir wieder eingefallen, stimmt, der Bildhauer hat ja mir diese Prothese gegeben, weil er das und das vorher gemacht hat, dies und jenes, und dann redet er mit mir noch über Shuras und so, und da ist mir das alles wieder eingefallen. Und dachte ich so, oha, ja, stimmt. Ist ja so richtig eine ganze Welt hinter dem Ganzen. Kann ich nicht korrigieren, da das Gesagte richtig ist. Naja. Also okay, weil das war ja das Purification Ende. So, pass auf. Aber das normale Surf-Kuro-Ende, das ist ja, er will ja die Unsterblichkeit auch beenden, aber was heißt das? Also weiß ich ehrlich nicht, beende ich Kuros Leben? Nee, ne? Eigentlich nicht. Oder? So, das ist, also ich weiß es halt nicht mehr. So, und deswegen ist crazy irgendwie. Deswegen bin ich mal gespannt, weil das eigentlich das gute Ending ist. Und ich glaube, er löst doch einfach nur die Unsterblichkeit dann, ne? Ich glaube, er löst nur die Unsterblichkeit und dann war es das, soweit ich weiß. Ja, ist ja kein Spoiler. Ich habe das in der Theorie alles schon gesehen. Das ist halt das Ding. Weil ich weiß, die lösen doch einfach nur mit diesem Räuchergefäß und dass ich dann in das Reich der Götter gehe und sonst sowas. Danach, du stirbst. Ja, okay, ja, klar, macht ja Sinn, macht ja Sinn. Nee, er soll, macht ja Sinn. What the fuck? Weil, das Ding ist, du löst ja die Unsterblichkeit auf für dich und Kuro, soweit ich das verstehe, ne? Und dann kommt ja dieser, ja, und das ist doch, das Ende habe ich schon mal gesehen bei irgendeinem. Weil das ist, wie man sagt, das Common Ending, was jeder normal erreichen würde eigentlich. Das habe ich aber irgendwie nie erreicht, weil ich mich direkt für was anderes entschieden habe. Ich dachte mir direkt so, oh, lass mal gucken, was für Endings gibt. Hab mir dann so angeguckt, so, ja, okay, es gibt das. Und dann habe ich doch direkt beim Stream noch gesagt, wir machen das Kompliziertes als erstes. Und dann, ja, habe ich direkt das Purification. Ich weiß nicht, ob das das Komplizierteste war. Ich finde eigentlich das, was ich jetzt gerade mache, finde ich anstrengender, obwohl es auf dem Hauptweg auch eigentlich liegt, solange man die Augen auf hat. Und einen optionalen Weg geht, aber sonst, ne? Und jetzt mal einfach Surf-Kuro-Ending, denke ich. In Discord, by the way. Ja, ich komme sofort. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Geist, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann drauf. Die verdorbene Nonne war die Bewacherin des Höhleneingangs. Ah, jetzt kann ich tauchen. Endlich. Jetzt gehen wir erstmal alle Flüsse ab. Alle Seen ab. Warte, ich entmute mich. Muss ganz kurz gucken. Alter, ist schon 1 Uhr. Abend. Moin, Abend. Ja, schon 1 Uhr. Junge. Ja, ich muss um 6 Uhr arbeiten, lol. Ja, ich. Bald, also ich nicht um 6, aber ich muss auch morgen wieder aufstehen oder heute. Aber ich muss dazu sagen, ich, auch wenn es wahrscheinlich die kürzeste Spielzeit hat und auch mit das Ending eigentlich ziemlich klein gehalten ist, finde ich das Shura-Ending immer noch am geilsten. Ja, das soll das Kürzeste an sich sein und soll sogar Content ja nehmen, sozusagen, eigentlich. Ja. Also ja, das heißt, ich werde es ja so oder so als Drittes machen, damit ich mir sozusagen den Content nehmen lasse, um ihn mir danach mit dieser Riesenquest wieder zurückzuholen. Ja. Weil du entscheidest dich ja rein theoretisch dann bei Eule, also bei deinem Vater, so nach dem Motto, dass du halt Kuro nicht beschützt, sondern abgibst. Ja, dass die eiserne Regel brechen.
Wenn du sie nicht brichst, wirst du Shura. Ja. Weil du ein willenloser Mörder wirst, weil er, wie er schon gesagt hat, wenn du noch viel mehr Seelen tötest, auch wie der Bildhauer dir gesagt hat, dann bist du ein Shura. Mhm. Und man konnte damals, ne, weißt du, wer der Bildhauer nochmal war? Ja, also ich weiß, was er wird und so, also ein bisschen Lore habe ich noch im Kopf, aber... Aber was er war, bevor er dich kennt, ja. Was er war, bevor er mich kennt? Sag's mir. Ich häng grad auf. Er ist der beste Freund von Emma, ne? Ja, genau, und ihrem Vater, Dojen, und, nicht nur das, sondern er war selber ein Shinobi. Und wurde Orang-Utan genannt. Orang-Utan, ja, stimmt, das ja. Sagt sie einmal, sagt Emma Orang-Utan zu ihm, während sie mit ihm redet. Und der hat bei der Transformation in einen Shura wurde sein Arm besetzt und der musste abgetrennt werden. Und deshalb hat er von Dojen, dem Arzt, der ja auch mit Mechanik sehr gut war, diesen Arm gebaut bekommen, also ja. Geschnitzt bekommen. Und er selber hat dann von ihm die Aufgabe gekriegt, Meister das Schnitzen dieses Dings und hat ihn durchgehend alles schnitzen lassen, weshalb der in Langeweile immer da sitzt und seine Buddha-Statuen nur macht. Weil die am schwierigsten sind, hat er immer gesagt. Was ich aber immer am Ende nie verstanden habe, warum er eigentlich zu diesen roten Dings geworden ist. Zu diesem komischen Teufel da. Ich habe das nie wirklich verstanden. Ich hab den Sinn dahinter nicht verstanden. Also, dass alles dann plötzlich voller Papier war, also von diesen Ziegeln und alles Mögliche, das war mir klar. Aber er ist ja nie richtig verflucht gewesen und das mit den Shura macht ja auch in meinen Augen ja keinen Sinn. Nee, aber er war wohl schon immer irgendwie so was anderes. Der war kein normaler Mensch, weil du siehst ja auch, wie er aussieht und so. Der ist ja so relativ riesig und hat dünne Knochen und sonst sowas und ist trotzdem halt so ein Ninja und sowas gewesen. Er erklärt dir das ja auch die ganze Zeit. Er sagt immer, wenn du ihn fragst, wie es ihm geht, was er macht und sonst was, sagt er Feuer. Ich sehe nur Feuer. Mehr sagt er dir nicht. Ja. Und das heißt, in Sekiro ist das so mäßig, dass es wie du, also als Wolf, so Vorhersagen in deinem Kopf immer siehst und was du als nächstes machen musst und sonst sowas, so hat auch er diese Vorhersicht, dass er eigentlich irgendwann halt so sich nicht mehr halten kann mäßig und dieser Dämon in ihm ausbricht. Also er hat diesen Shura wohl schon in sich, aber der kommt noch nicht raus und das ist halt diese Inkarnation des Shuras dann am Ende, dieser Dämon. Ich muss dazu sagen, ich fand den Bossfight sogar viel leichter als Ishin-sama. Also... Ja, jeder hat andere Probleme. Manche dodge halt lieber besser und so sowas, manche parry halt. Ich bin halt zum Beispiel in dem Spiel auch so übelst einer, der parryen will die ganze Zeit, wie man gesehen hat. Dito. Aber deswegen. Ich mochte Ishin wegen seinen hässlichen Kugeln nicht. Seine hässlichen Kugeln? Ja, er hat ja in der ersten Phase benutzt er ja sein Katana und dann hat er ja so, ne, so eine fette Lanze und so einen komischen Schnellschussrevolver und ich bin auf diesen, auf dieses Ziehen und dieses. Ja, das hat doch ein bisschen gekommen. Man erwartet so voll den ehrenhaften Kampf zwischen zwei Katanas und dann kriegt man so übel die Blei in die Fresse die ganze Zeit. Das ist krass. Aber das habe ich mir auch in Dings immer in Bloodborne auch immer gedacht. So, oh, übel cooler Boss und dann so Phase 2 und dann krieg ich irgendwas in die Fresse. Ich so, ja okay, so, what the fuck, was soll das? Ja, und ja, die dritte Phase war dann die leichteste. Musst du einfach nur warten, bis er wieder springt und dann hast du das gleiche wie bei Dings. Wie bei dem Fight gegen Genichiro. Genichiro? Ja, das war halt, wartest, bis er diese Blitzattacke gemacht und dann wartest du, springst selbst hoch, blockierst es. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, das lernt man aber nicht so wirklich beim Fight, finde ich. Ich finde, da sieht man einfach und denkt sich so, ja, okay, mach mal einfach, so, keine Ahnung. Ja. So, das ist irgendwann machst du es aus Versehen und dann hast du es für immer gelernt, so mäßig. Würde ich was sagen. So, ich will mal gucken, ich kann jetzt tauchen. Geh mal kurz zu Ashina, Borg und so weiter. Ich muss aber auch dazu sagen, Sekiro ist halt wirklich ein sehr geiles Game. Ich hab's, wie schon gesagt, sehr... Überkrank. Ich würde fast sagen, mein Lieblingsspiel eigentlich so mit. So, das ist krass, einfach. Ich hab's halt selbst zweimal durch. Also, wie schon gesagt, ich habe halt das normale Ending und das Shura-Ending gemacht. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es vier Endings gibt. Ich war mir immer sicher, es gab nur drei.
Naja, ich dachte auch immer, dass das Purification das einzige richtig gute Ending sozusagen war. Für Kuro so mäßig, dass man damit allen freundlich weiterleben kann und so. Aber anscheinend nicht. Anscheinend gab es noch, wie gesagt, das, was ich halt jetzt mache, dieses normale Kuro-Ending halt. Ja. Und dazu Shura und dann noch das gar. Ja, aber es ist aber auch ein Secret-Ending, das andere, ne? Ich weiß zwar nicht, wie Secret ist in welcher Hinsicht, weil ehrlich gesagt, ich habe ja diesen Run, falls man es ein bisschen gemerkt hat, ich weiß nicht, ob du zugeguckt hast, so ein bisschen. Ich habe. Ja, deswegen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Lore mitgelesen und alles. Und es ist sehr klar, was zu tun ist. Sie sagt dir sogar, dass sie die Schlangen-Kakis braucht und so weiter. Mhm. Und sagt dir ganz genau, was du eigentlich tun musst. Das Einzige, was dir nicht erklärt wird, ist, dass du 5-mal hintereinander an diesem Scheiß resten musst, deinen Reis leer machen musst und dann halt, also wenn du keinen Reis mehr hast, immer sie zwingen musst, dir mehr Reis zu geben, damit irgendwann halt die Story progress halt einfach automatisch. So, und an sich ist das halt voll geil, so. Aber ist halt das Problem, ab einem gewissen Punkt brauchst du das nicht mehr, also du brauchst nicht mehr den Reis wegschmeißen, aber trotzdem sagt man es dir nicht, also schmeißt du weiterhin diesen Reis halt weg. So, das ist halt das Problem, also man checkt das halt nicht so ganz, weil es einem nicht so ganz erklärt wird. Aber ich hab sonst den Rest mal selbst gegessen. Ja, aber ich meine, achso, ja, den kann man dem Divine Child halt geben. Diesem heiligen Kind, was da sitzt. Oder der Oma. Der Oma, genau. Ja, stimmt, die Oma. Mhm. Nicht dem Divine Child geben. Das Divine Child gibt dir und gibt das dann der Oma. Oder du frisst es selber. Oder wenn du das Inventar hast, dann gibt sie dir halt immer nichts weiter und lässt die Quest auch nicht weitergehen. Das war wahrscheinlich das, was das so ein bisschen versteckt. Aber sonst alles andere ist halt. Du musst ganz oft resten, aber sowas kennen Leute, die Souls-Games spielen. Sich öfters natürlich irgendwo hinsetzen, sich öfters das und das, keine Ahnung, nochmal angucken oder so. Das ist halt, eigentlich sollte es klar sein. So. Ja, aber dass das halt mit der Eulen was zu tun hat, da hätte ich echt keinen Schimmer, so. Hm. Ich dachte immer, es wäre so eine Sidequest gewesen. Actually, gestern habe ich den behindertsten Boss in ganz Sekiro besiegt. Behindertsten Boss ganz Sekiro. Ich bin gerade am überlegen. Was willst du sagen? Was fällt dir direkt ein? Boah, für mich war immer am behindertsten sind immer diese komischen Tanten mit diesen fetten Gewehren gewesen. Ich mochte die nie. Und mit fetten Gewehren? Was meinst du? Die dich immer so herangezogen haben und dir immer diese Schrot in die Fresse gefordert haben. Die finde ich auch anstrengend, sehr anstrengend, aber nicht so anstrengend wie der andere. Boah, ich bin gerade am überlegen, was war noch so ein heftiger Wurm. Das ist so ein Boss, den ich nicht mal mehr im Kopf hatte, dass der überhaupt hier stattgefunden hat im Spiel. Sag ich dir ganz ehrlich. Boah, die Geister fand ich alle easy, actually. Also ich hatte nie ein Problem mit die Kopflosen. Ach so. Und die Geisterwerfer da. Ja. Ich hatte da nie ein Problem mit denen. Also die fand ich gar nicht so kacke. Mm-mm. Halt ganze Zeit jedes Mal göttliches Konfetti nachschmeißen. Bin ich auch nicht scheiße halt, aber wenn man halt stirbt, aber da geht's halt wieder rein, so, das hört eigentlich nicht. Ich denk grad nach, ich geh grad so, was ich noch weiß, Sekiro-mäßig. Also ich wüsste es gerade echt nicht, also, keine Ahnung. Ist im Sunken Valley, aber im Dorf Mibu. Also vorm Dorf Mibu ist sie, oder mittendrin in der Theorie, also. Das ist eine sie und das ist nicht Mist Noble, falls dir der gerade eingefallen ist. Dieser, der den Nebel erzeugt, der ist ja auch da unten. Ja, der ist es nicht. Weil der macht gar nichts. Den prügelst du einfach nur windelweich und er weint dabei. So, mehr passiert da nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du den für nervig im Punkt hast, wäre es ein bisschen komisch. Was ist eigentlich das hier? Ach, den kann ich vielleicht gleich öffnen. Warte mal. Nee, das meine ich halt nicht, deswegen. Und das ist halt das Ding. Erinnerst du dich wahrscheinlich auch nicht dran, aber vielleicht sagt dir der Name Urin of the Waters was. Ja, fast gar nichts sagt's dir, richtig? Fast gar nichts. Weil es ein Furz im Wind ist, diese Hure. Du, das ist die, pass auf, ich erkläre dir kurz, wo man die trifft. Das ist die, man geht da so hoch, man kommt von seinem Idol, man geht da so ganz entspannt hoch, alles ist cool. Oh mein Gott, das ist, da, ich und weiß. Und dann redest du und dann kommt, wo ist Sakusa oder sowas? Wo ist Sakusa? Bring mir Sakusa. Ihr wollt mich ja nicht zu Sakusa. Und dann sagst du so, hey, kenn ihn nicht. Und dann sagst du so, noch ein Lügner, zieht die Waffe und fickt komplett dein Leben. 10-mal hintereinander mit Kombos, die absolut unblockable sind. Das Geisteskrank, wirklich teilweise. Und wenn du. Ich hab gerade fast gewatcht. Unter mir ist ein.
Ich hab nicht gesehen, dass unter mir ein Kopfloser hier drin ist. What the fuck? Ich hab gar kein Divine Konfetti für ihn. Ja, das bringt mir dann gar nichts, hier zu sein. Ich muss sterben. Danke. Ich muss dazu sagen, ich kann mich gerade erinnern, aber ich hab da ein bisschen die Olle outplayed, wie sie mich das erste Mal getötet hat. Ich bin nämlich hinter sie gegangen, hab sie mit einer Scherbe abgeworfen und konnte sie dann backstabben. Ja, irgendwie kann man sie auch. Also ich hätte sie auch am Anfang einmal sozusagen backstabben können, hab's aber nie gemacht, weil ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, wir wollen Ehrenfight-mäßig machen. Hab ich aber jedem Boss gemacht. Ich hab ja immer gesagt, okay, wir machen einen kompletten Fight, also nie, dass ich auf Stealth-Kill vorher gehe. Und nee, ich hab diese Hure abgeschlachtet. Ich bin wahrscheinlich an der 100 Mal vorher gestorben, bevor ich... Und das wollte ich gerade ansprechen. Ist für dich, dass dich einer der wenigen Bosse, die in allen Soulscapes dir so aus dem Kopf einfach weg sind, obwohl die dich so in den Arsch gefickt haben? Ich hab mich da nicht mehr dran erinnert. Ich komm da hin, denke mir so, ist das denn nochmal? Fight mit der so kurz? Die macht zu ihren normalen Schläge. Ich schlag so hin, ich so, oh, die ist irgendwie unsichtbar. Ich treff die nicht. Ja, mach mal gönn dir das Konfetti drauf. Mach so Konfetti drauf und merkst du, ich treff sie immer noch nicht. Echt so. Ich mach irgendwie, wenn ich sie treffe, ein bisschen mehr Schaden, aber das war's auch. Und dann merke ich so, Digga, ich mache hier kein Konfetti mehr drauf. Dann habe ich das einfach gelassen und hab gesagt, vielleicht kann ich sie erst Dance breaken. Digga, hat das eine. Also ich habe jetzt gegen den Monk, eben gerade gegen die Nonne, genau wie gegen sie, glaube ich, allein der Fight an sich hat 15 Minuten gedauert oder so, weil ich einfach nur die ganze Zeit, du kannst nichts machen, du wirst gespammt und ich mache alles perfekt und schwitze mein Leben aus mir raus, damit ich das überlebe, sterbe ganz kurz wegen einem Hit wieder und dann Neustart, wieder hin. Also die hat mich gewonnen, die Orin, aber die Nonne nicht. Nonne, ja, aber was ich auch geil finde, erst bei der Nonne hochkonzentriert, alles geparried bis auf ein, zwei Sachen. Auf einmal hittet sie dich einfach viermal hintereinander, als ob du alles verlernt hättest. Ja, da ist dann auch einfach Ende so. Dann ist auch diese Phase, wo man dieses einfach hat, weißt du, wo man so da sitzt und einfach kurz einen Moment braucht. Und in dem Moment verprügelt sie einem die Scheiße aus einem raus, halt. Das ist krass, ja. Vor allem, man hat ja dieses normale Blocken von dir gehört, auf einmal schmeißt sie dich hoch so. Oh Gott, aber manche Blocks, und das hat man noch gesehen, die von unten kamen, wo sie immer so auf mich zu mit ihrer Hand gegangen ist, die habe ich geperfect blockt. Und da war auch unten dieser Kreis, dieses und ich war so puff, trotzdem in die Luft gar nichts. Oh, warum? So, what the fuck, muss ich zweimal blocken? So, oder darf ich das gar nicht blocken? Das kann doch sein, weiß ich nicht. Du hast ja auch noch Drachenblut. Hat er immer Drachenblut? Nee. Der hat nicht mal Drachenblut. Nee. Und ich habe noch 16 Stück, das reicht. Ich brauch Geld erstmal, warte mal. Ich muss mal ein paar meiner Beutel, ich mir wieder hart erschwitzt hab gestern. Ey, der Dorf-Mibu ist ja so, macht ein Jahr so reich, das ist krank. Da gehst du einmal durch das 5K, wenn du dir Ballons nebenbei anmachst. Ja, hallo. Das ist krass. Die haben, also ich wusste damals nur, dass die respawnen. Ich wusste nur nicht, wie oft sie respawnen. Und das Ding ist, es gibt eine Grenze, die habe ich nie erreicht früher. Es gibt eine Respawn-Grenze für jeden Punkt, wo die sich rausgraben. Das bedeutet, da kommen so 10 Stück und dann hört es auf einmal auf und dann kommt nichts mehr und du kannst weitergehen. Das heißt, ich habe alles getötet, was da drin war. Das war das Ding. Jeden einzelnen Spawn komplett geklärt und habe so 5.000, 6.000 pro Run gemacht. Habe gesagt, gut, jetzt gehe ich den ersten Händler mal leer kaufen, dann kaufe ich halt immer alles, was limitiert ist. Halt. Alles, was unlimitiert ist, mir egal, das kann ich jederzeit kaufen. Sag mal, alles, was limitiert ist, muss man halt reingehen. Ah, fuck, nicht runter. Ich muss jetzt tauchen gehen. Wie ich diese Tauchfähigkeit zum ersten Mal bekommen habe, ich instant in die Vergangenheit gereist wieder. Ja, gehe ich auch noch hin, aber der Ashina ist ja im Endeffekt der Erste. Och Junge, ich bin fast reingedrückt. Komm jetzt mal hierher, mach mal was. Ja, nicht gleichzeitig wieder zustechen und Ding. Oh, ich hätte fast Konfetti draufgepackt, du Wichser. Eigentlich kann ich auch einfach abtauchen, ne? Warte mal, ich tauche mal ab. Aber man merkt einfach, dass zwei Hits dich einfach nur töten. Ja. Das ist halt, achso, ich spiele auch, habe ich das nicht am Anfang gesagt, ich spiele auch auf Kuros Amulett weg, ne? Also 30% mehr Schaden, 15% mehr Haltungsschaden, alles. Das kommt. Ah, ich kann hier kein Konfetti anmachen? Hier unten? Muss ich es oben machen? Nee, musst du oben, ja. Oh, und der schießt wieder seine komische Ekelkacke und die ist unbegrenzt, glaube ich, ja. Oh mein Gott. Ja, okay, ich bin kurz rausgetaucht wie ein Delfin, damit ich überlebe. Okay. Oh, Baby. Lass ich kurz das drüber streuen über das Aua. So. Über das Aua. Der schießt ja direkt. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Muss ich ihn auch blocken? Anscheinend. Ah ne, der hat irgendwelche. Ah, oh, der hat diese Grauenskacke auf mich wieder. Ich weiß, bei ihm muss man eigentlich nur ran und schlagen, glaube ich, ne? Oh, und hier bleibt man stehen beim Potten, stimmt. Und dann wieder einfach weggehen, weil man eh ausweichen kann auf Easy.
Und man braucht ja eh nur den Schaden. Mehr braucht man ja gar nicht gegen ihn. Aber er saugt. What the fuck? Wusste ich ja gar nicht mehr, dass er auch saugen kann. Wie ein Staubi. Ja, das Problem ist, die Kacke verfolgt mich halt jetzt durchgehend, ne? Ich kann die halt parryen, dann kriege ich aber das Grauen. Mhm. Oh nein! Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen Distance gewinnen, weil ich habe das Grauen nicht mehr ausgerüstet, das Anti-Grauen. Warte, wo ist es da? Mhm. Anti-Grauen. So. Ich weiß auch nicht, wie lange die... Oh, er ist gesteigert! Fix daneben! Ich muss weg! Oh, ich bin tot. Aber wir hatten es fast. Fix daneben! Oh, Thomas. Ist auch... Oh, ich bin voll weit weg, kann mich gar nicht sagen. Muss ich jetzt wieder rausdiven kurz? Ich mach einen Dolphin Dive, ich warne dich. Oder schieß auf mich. Rausgedived. Und Konfetti. Du bist nicht full life. Wehe. Er hat Fokus verloren. Er ist full life. Wie soll ich das sonst anmachen? Ey, das heißt, ich bin gezwungen in der Zeit ihn zu töten, glaube ich. Oder? Würde ich sagen. Ja, das Konfetti hält eine Minute. Ich glaube eineinhalb. Ich kriege ihn nicht gestaggert und er gibt mir instant einen grauen Umdreher einfach nur. Okay, gut. Das heißt, er hielt sich einfach voll. Was mache ich denn da? Ihm mache ich ja so keinen Schaden, wenn ich mich nicht irre. Ja, Das heißt, du musst dich wirklich beeilen, ne? Ja, wieso kannst du rein theoretisch, was du machen kannst, rotes... Arcus, ja, aber... Ja, rotes Arcus. Ja, aber es ist immerhin besser als nichts. Rotes Arcus. Gucken, ob ich von ihm auch noch einen Geist im Leben kriege, von dem anderen Samurai hier. Oh, gib mir gerne Schaden, du Nutten. So, jetzt. Mal gucken. Ne, nur von dem. Okay, weil dann hol ich mir den Priester immer. Der gibt mir immer einen Geist im Leben. Und ich glaube hier der Dicke. Den muss ich auch noch umbringen. Oh, Scheiße. Nein, ich hab schon geklickt, jetzt hab ich bezahlt. Fuck off, ich töte den schnell, wenn er mich nicht umbringt hier. Piss, ich geh auf den anderen, hab Spaß. Ich geh rein. Ah nein, ich geh doch nicht rein. Ich geh nochmal hoch. Ich brauch erstmal meinen Konfekt. Konfekti, lauf da. So, und jetzt muss ich mich übel beeilen, I guess. Aber dann auch noch die Karpfen, die übelst ernst meinen mit mir, ne? Ist gefährlich. Und er schießt wieder seinen Dreck. Und das kann ich parieren, aber dann stehe ich kurz auf der Stelle, wie ich gerade gesehen habe. Dann stehe ich so kurz da und passiert das Ding voll. Ich wollte einfach nur weg, aber man schafft es nicht mal zwei Hits zu machen. Ich darf nur einen. Ich muss also immer einen Divey machen, oder was? Okay, also so einen einfach. So hoch rein und dann weg, oder was? Habe ich viel zu wenig Schaden in der ganzen Zeit. Jetzt vielleicht. Macht er wieder seinen Sauger. Oh nein, er ist gesteigert! Oh, ich bin so ein Bastard. Oh, ich bin fast rein, glaube ich. Ja, da bin ich diesmal raus und das Ding ist aus jetzt gleich. So. Er saugt mich. Moin. Oh, komm schon. Gib ihm böse. Er ist aus. Ich meine, trotzdem Schaden. Lol. Hä? Cheats. Wusste ich gar nicht. Ja, aber minimalen Damage. Nee, das hast du schon gesehen. So minimal war der gar nicht hier. Bei den anderen habe ich gar keinen gemacht, soweit ich mich erinnere. Bei ihm habe ich Schaden gemacht. Ja, geil. War doch easy dann. Ich dachte, den kann ich gar nicht fighten. Und so. Aber gut, macht auch Sinn, wenn man unter Wasser es nicht aktivieren kann. Wie soll man ihn sonst weiter fighten? Meinte ich ja. Es wäre irgendwie ein bisschen komisch, das wäre wirklich eine Speedrun-Zwingung. Und das können viele nicht so schnell. Und das war auch schon. Ich habe Glück gehabt, dass er mich nicht so oft rangesaugt hat, wie er gerade versucht hat. Hier ist ja gar nichts mehr. Ich dachte, hier wäre noch so ein Shortcut-Eingang. Wo führt denn der Shortcut nochmal hin? Weil da gibt es ein Tor, was ich noch nicht geöffnet habe. Und da weiß ich, dass man da irgendwie reintaucht oder so. Aber vom Boden bitte. Nicht von hier. Ey, da oben sterben Leute. Ach so, war das meiner? Die ich mir gerufen habe. Das sind nur normale Karpfen, ne? Juckt eigentlich keinen. Oh nein, wenn die zu nah dran sind. Oh, out. So, ja, ist normal. Nee, weil dann ist hier ja gar nichts, außer er oder was? Das wusste ich nicht. Okay. Kann ich wieder raus irgendwie? Ach so. So gehe ich raus. Verstehe. Dann reisen wir weiter. Guck der hier, den hier meine ich. Ich weiß nicht mehr, wann der aufgeht. Oder ist das erst, wenn das Ministerium hier invadet? Ich weiß es nicht. Hast du auch eigentlich die Hauptstory gecheckt hier? Wie machst du mit die Hauptstory gecheckt? Ja, was hier eigentlich abgeht. Weshalb das Reich so zermürbt ist, wie es aussieht und was hier los ist und wieso das alles so los ist. Checkst du nicht, ne? Lustig.
Hat nicht Genichiro irgendwie einen Krieg oder sowas angezettelt oder angefacht oder irgendwie sowas ähnliches? Genichiro ist ein kleiner Loser. Nee, hat er nicht, aber Genichiro hat auch hart damit zu tun, ja. Ich hab minimal, ich glaube, ich habe schon gesagt, das ist ewig her. Ich kann mir mal gucken, wann ich zuletzt Sekiro gespielt habe. Ach, das hier ist es. Auf jeden Fall, dieses Reich, was hier gerade abgeht, diese Ashina und sonst was, die hier regieren, die wurden, wie soll ich sagen, die haben ihren Scheiß rebelliert und dadurch ihre Posten gekriegt. Die waren selber Bauern. Genichiro ist auch ein Bauer, eigentlich. Die waren selber Bauern und haben sich das sozusagen einfach durch eine Rebellion mehr oder weniger ergaunert, die Rechte von Lord und sonst sowas. Und dann gibt es diese Fraktion, die man Innenministerium oder das Ministerium nennt. Wenn man genau nach Lore geht und alles damit vergleicht mit historischen, echten Figuren, dann ist das eigentlich ein Mann gewesen, der tatsächlich in der Geschichte, den es gab, ein Eroberer wortwörtlich, der sich selber als größten Eroberer gekürt hat und halt alles besitzen wollte. Bedeutet, der hat dieses Reich hier, will das infiltrieren. Problem ist, dass Ashina selber ja gerade erst eine Rebellion hatte und deswegen auch die ganzen, falls du es gesehen hast, Mauern kaputt sind, überall brennt es, überall liegen Leichen. Das ist alles, weil die einen Civil War hatten, fetten. So, und das Ding ist, Ishin und seine ganze Brut im Endeffekt haben ganz viele Unschuldige und so getötet, einfach nur damit die ihren Posten halt erreichen. Am Ende des Tages, wo sie ihn erreicht hatten, waren sie am Anfang relativ glücklich, aber dann, kurz später, ist das passiert mit dir sozusagen. Dann ist Genichiro und ist durch seine Lehrerin Tomoe, falls du dich erinnerst vom Dings her, seine Meisterin war oder sein Mentor war Tomoe und Tomoe war die rechte Hand, mehr oder weniger die Freundin von dem Drachenblut, was vorher da war, von Takeru. Und Takeru war mit ihr auch im Reich der Götter und sonst sowas. Und deswegen kann die auch Blitz wielden und deswegen kann Dings auch Blitz wielden. So, warum sieht er unmenschlich und widerlich aus? Weil er ein Kind des ewigen Wassers ist, weil er sich dieses ekelhafte Fake-Drachenblut angeeignet hat. Deswegen ist Genichiro ja so, wie er ist. Und Ishin kann das nicht gutheißen, deswegen hält er Abstand von seinem Enkel und hat das Reich dann alleine versucht aufzubauen, was dementsprechend sehr lange dauert. Sein Problem ist. Ist es sein Enkel gewesen? Ich dachte, das ist immer sein Sohn. Nee, ist sein Enkel. Sieht man, Leute, das ist ein Opa. Er hat ihn aufgenommen, halt einfach. Ne? Als Ziehvater, aber ist halt theoretisch sozusagen sein Großvater eigentlich vom Alter her. Und dann, als er unter Tomoe und so gelernt hat, wollte immer mehr Macht und sonst sowas und hat dann halt vom Drachenblut gehört, hat dann angefangen, Kuro zu belästigen, dann haben die angefangen, deinen ganzen Clan von Eule und dir sozusagen. Wie heißt der hier? Heißt der hier auf Deutsch, glaube ich. Eigentlich heißt der Aul, halt Eule. Deswegen. Eule, ja. Das ist Eule und Wolf heißen die eigentlich, die beiden, deswegen. Und ja. Und auf jeden Fall. Dann haben sie leider das Problem gekriegt, dass Genichiro so machtdürstig war, dass er einen Shinobi aus dem ewigen Schlaf erweckt hat, sozusagen, aus einer neuen Wiedergeburt. Da, wo wir spawnen, sozusagen, sind wir irgendwo vorher ja gestorben. Und das war ja anscheinend, falls du dich erinnerst, im Hirata-Anwesen, wo wir den Schmetterling besiegt haben und von hinten dann die Klinge durchgerammt bekommen haben. Das heißt, wir wissen noch genau, wo wir gestorben sind vorher, bevor wir die Kontrolle bekamen. Das heißt, da saßt du, bist gerade erst aufgewacht und wusstest nichts mehr, weil normalerweise ist das so nach dem Respawn, dass du deine Erinnerung verlierst an das, was gerade vor dem Tod passiert ist. So, das heißt, so startet man, das ist das Normale. So, und warum startet man so? Du weißt ja, er ist ja selber ein Drachenblut, weil Kuri ihm im Hirata-Anwesen, während er unter den Trümmern lag, das Leben gerettet. So. Dieses Drachenblut ist jetzt nochmal ein bisschen komplizierter zu erklären, weil ich glaube, das weißt du auch nicht, wie das genau funktioniert, was das Drachenblut eigentlich ist. Zum Beispiel das Kind des ewigen Wassers, das ist, sind ekelhafte Arznei und Drogen, so, die gepumpt werden richtig, per Ärzte in so Leute rein und dies und das. Das hat allerdings das komische Kind ja gesagt. Genau, und entweder der Körper akzeptiert es völlig, das heißt, dass auch außen nicht zu sehen ist und du einfach unsterblich wirst. Gar nicht. Genau. Und du trägst so diesen
Du trägst aber diese Emotionslosigkeit in dir, du kannst keine Liebe empfinden und sonst sowas. Genau wie aber auch beim Drachenerbe. Das ist genauso. Also auch, deswegen ist Wolf, falls es dich mal interessiert hat vom Charakter, auch so wie er ist, weil er keine Emotionen empfinden kann. Es funktioniert nicht. Er redet ja immer so, und so mit Leuten, desinteressiert an jedem. Der hat nur ein Ziel vor Augen, das ist Kuro, und alles andere ist ihm eigentlich egal, und er fühlt keine Liebe zu irgendwem, er fühlt nur die Pflicht, die er zu erfüllen hat. Ne? So, und das Ding ist, dieses ewige Wasserscheiß war ja so Experimente-Kack, da sind ja übelst viele Kinder von gestorben, die mietest du ja, nachdem du die Screen Monkeys getötet hast. Mit Kotaro und sowas, und redet er mit dir dann drüber und sagt so, die freuen sich, dass du das und das, dass du hier bist und so ein Scheiß. Und dass wir alle zusammen sind und so ein Shit, also so richtig Friede, Freude dann einfach. Aber sie will ja immer mit denen zusammen sein und hängt immer bei denen rum und so weiter, dieses ewige Kind. Aber will halt auch einfach beenden, dass es nie wieder solche Schaffungen gibt halt, ne? Das heißt... Übrigens, wenn man kurz bei dem Kind ist und das mit den Affen, ich musste da echt googeln. Ich war, glaube ich, 3 Stunden an diesen einen Affen suchen, der einfach nur hinter mir stand. Den im Lila wahrscheinlich, oder? Nee, der einfach hinter mir stand. Ach, der Unsichtbare steht am Anfang, ja. Ja, genau. Bin euch direkt gehittet, was losgeht. Nee, ich gar nicht. Ich bin einfach gerade ausgelaufen. Ich habe 3 Stunden gebraucht. Man sieht nämlich ganz, ganz kurz nur so, nicht ja, so Fußabdrücke. Gelbe Fußspuren. Also du siehst zwar von den meisten Fußspuren, aber von dem siehst du so, wie so Wind, der von ihm weggeht, während er da steht, weil er da steht und sich nicht bewegt. Deswegen. Aber ja. Nee, aber die will das alles beenden, auch wenn sie ihr Leben dafür geben muss, juckt sie nicht, hat sie gesagt. Sie möchte aber, dass keiner wieder halt so leiden muss und dass so viele Leute sterben müssen, nur damit halt einer unsterblich wird, wortwörtlich. Ja, das ist halt im Dorf Mibo so üblich. Die sind ja alle süchtig. Nach Wasser trinken. Ja, und auf jeden Fall, wenn er das ja, dieses ewige Wasser, und das meinte man ja, wenn man mehr davon nimmt, wird es immer besser halt für einen und immer schöner und man will immer mehr und mehr und das macht halt süchtig. So, und sie ist das Einzige, das es halt überstanden hat, diese ekelhafte Kacke und diese Experimente und sowas. Sagt, sie will das nicht mehr, will das mit dir zusammen beenden und mit Kuro, und sagt, entweder wir beenden beides oder gar nicht so. Aber seien wir mal ganz kurz logisch und ehrlich zueinander. Wenn du diese Auserwählte von dem ewigen Wasser bist, bist du theoretisch das Drachenblut in viel stärker. Wenn wir das Drachenerbe in viel stärker, wenn man ganz ehrlich ist. Weil, falls du das Drachenerbe nicht ganz checkst, erkläre ich es dir nämlich gleich nochmal komplett, damit du es wirklich mal verstehst, weil das ist ein bisschen anders, als man denkt. Und zwar, als Kind des ewigen Wassers hast du fast kein Gefühl mehr für Schläge, die dich treffen. Dein Körper ist wie ein Panzer von außen. Egal, wenn die deine Haut zersägen, kommen die trotzdem nicht weiter. Und selbst wenn du stirbst, stehst du wieder auf. Immer und immer wieder. Außer du wirst geköpft. Das ist das Einzige, was jemanden komplett töten kann. Ist ja klar, wie willst du deinen Kopf dann wieder automatisch da drauf setzen, macht ja keinen Sinn. Ist auch bei Sekiro so. Köpfst du ihn, ist er tot. Das ist genauso wie Kuro. Bloß Kuro, da kommt keine Klinge durch, wie du weißt, durch sein Fleisch. Er kann nicht bluten. So, und jetzt erkläre ich dir mal das Dragon-Erbe. Takeru damals hat schon versucht, das zu lösen, oder hat es nicht geschafft. Warum gibt es das Drachen-Erbe, ist die erste Frage. Jedes Reich in Sekiros Welt hat einen eigenen Gott. Und der Gott von Ashina, den kennst du eigentlich schon. Kenne ich den? Ja. Den hast du einmal getötet und einmal danach noch gesehen. Ich habe ihn getötet und einmal gesehen. Sogar danach noch, nachdem du ihn getötet hast, weil es den zweimal gibt. Den Gott. Also, ich habe gerade diesen riesigen Koi im Kopf tatsächlich. Nee, ist nicht der Koi. Ist auch nicht im Götterreich, der wohnt in Ashina, der Gott. Ist nur ein bisschen zu groß für die Burg, falls du weißt, was ich meine. Weißt du wirklich nicht? Ich stehe gerade echt am Schlauch. Komisch. Der Schlangengott? Ach so. Das ist ein Gott, der da unten drin ist. Wird als Gott verehrt und als Gott von dem Reich da angesehen. So. Echt? Ja. Das ist der Gott der Erde sozusagen. Und der Gott der Lüfte, der Heiligen, ist die andere Seite der Medaille, und das ist der Drache, der Heilige, den es noch gibt in der Welt hier. Ja, okay. So, und jetzt überlegst du... Tatsächlich, die Schlange wäre einfach so ein... Dachte ich auch. Ding, Schlange ist aber, wird jetzt, weißt du doch, das hier, warte mal.
Wo bin ich denn jetzt? Reisen. Schrein der großen Schlange. Und dann gibt es noch irgendwo Drachengott irgendwo. Schlangengott irgendwas. Ich weiß nicht, ob das hier mit bei ist oder ob das unten nur in den Dialogen stattfindet. Aber wird als Gott verehrt, ja. Also das ist die andere Seite der Medaille in diesem Reich. Und dieser Gott, der hier ist, kommt aus dem Westen, sagen sie. Die meisten schätzen sehr wahrscheinlich, dank seines Aussehens, ist er keiner aus China. Bedeutet, es ist ein koreanischer Drache. So, das Ding ist, es ist ein koreanischer Gott. Was macht er in Japan? ist die Frage. Und die Frage konnte keiner so richtig klären bisher. Aber der wurde von irgendwas aus seinem Reich vertrieben und ist anscheinend in das neue Reich gekommen, wo es aber schon einen ansässigen Gott gab. Das heißt, dieser Schlangengott sozusagen ist dem feindlich gesinnt eigentlich. So, die haben an sich nichts miteinander zu tun, sind aber zwei Seiten einer Medaille, weil einer unten über die Erde herrscht und einer über die Lüfte und über den Himmel sozusagen, weißt du? Jetzt kommt das Witzige. Das Drachenerbe soll irgendwann, soll dieser Mensch, der dieses Drachenblut trägt, mal ein Drache selbst gewesen sein. Ja, der aus dem das entstanden ist. Mhm. Der ist aber so menschlich irgendwann geworden, was weiß ich, und mortal, dass er ein unsterblicher Mensch wurde und das Drachenblut erschaffen wurde. So, Huro ist jetzt einer der Abkömmlinge und das Drachenblut funktioniert so, er gibt das ja zum Beispiel einfach jemandem, wie Sekiro, und sagt zu ihm einfach so, hier, ne, nimm das Blut und sonst was, und Genichiro bittet ihn ja auch, aber ist ihm aufgefallen, Genichiro bittet ihn. Genichiro sagt nicht, du machst das jetzt mit mir, sonst töte dich mit dem Mortal Blade, wenn ich's hab, so, oder das und das. So, stell dir, also es wäre ja legit so, oder ich, Foltern geht ja trotzdem, Schläge und so weiter fühlt er ja und alles, weißt du? So, er kann nur nicht bluten, in dem Sinne. Das heißt, du kannst ihn ja trotzdem komplett Schmerzen zufügen und alles, das heißt, er hätte jede Chance, ihn dazu zu zwingen, aber warum macht er es nicht? Hast du da eine Idee? Nee. Weil es nicht geht. Weil nur ein Drachenblut selber, wenn er willentlich sein Blut gibt an jemanden, zu dem er eine besondere Bindung hegt, dann kann er diesenjenigen auch zu einem Drachenblut machen. Okay. Und jetzt ist das Witzige am Drachenblut, jeder, der das Drachenblut besitzt, ist verbunden mit jedem, der um ihn herum ist. Jetzt weißt du, wo die Fäule-Essenz herkommt. Jeder, der mit dir jemals eine Beziehung gepflegt hat oder nur nett zu dir war, mit dir zusammengearbeitet hat, dir die Hand geschüttelt hat, irgendwas in der Hinsicht, nur mit dir geredet hat teilweise und einfach dir geholfen hat, läuft Gefahr, dass er halt, dass sein Leben, und jetzt sage ich mal wirklich, wie es ist, weil viele verstehen das nicht, dass sein Leben stagniert. Er leidet nicht und stirbt nicht, sondern sein Leben stagniert im wortwörtlichen Sinne. Das heißt, seine Lebenskraft wächst nicht weiter, wie es normal im Alter wird und bis sie halt irgendwann ausgeht sozusagen, sondern sie stagniert. Sie bleibt an der Stelle stehen, wo sie zu diesem Moment war, wo er diese Fäule-Essenz erhält. Das heißt, wenn er dann was isst oder sonst was oder irgendwas, eine Krankheit kriegt oder so, dann bleibt die, bis er stirbt. So, und er kriegt das nicht weg. Das heißt, diese Fäule-Essenz ist im Endeffekt nur diese Markierung, die du auf ihn setzt, sein Leben stagniert, um deins weiterlaufen zu lassen. Das heißt, du saugst langsam jeden, der nett zu dir war, in deiner ganzen Geschichte aus. Und tötest andere Menschen, dass du deren Leben nutzen kann, deren Lebenskraft, um wieder aufzuerstehen. Das heißt, Kuro macht absolut das Richtige. Er will sich selber das nehmen, damit niemand um ihn herum, den er lieb gewonnen hat, wie Emma und so weiter, hat er selber gesagt, er will nicht, dass irgendwer von denen sterben muss. Jetzt verstehst du vielleicht das Drachenerbe ein bisschen besser, weshalb das weg muss, weil man am Anfang ja denkt so, Unsterblichkeit? Man kann nicht bluten? Ist doch voll geil. Was willst du von mir? Weißt du so, vor allem für so ein Shinobi, hä? So, aber ja, am Ende des Tages tötest du jeden, mit dem du jemals zu tun hast, ne? Und das für ein Shinobi ist auch der unausweichliche Weg Richtung Shura. Wenn man das Drachenerbe weiter in sich tragen würde, durchgehend, dann wäre man ein unsterblicher Shinobi, der nur töten will, alles, was er findet. Und das ist sehr gefährlich, glaube ich. Würde ich jetzt schätzen, einfach in dem Moment. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Das ist auch da Wasser, oder? Bei der Talsperre? Oh, nee, das. Oh, boy. Ich bin das, glaube ich. Ja? Ja. Hier hinten, ne? Ich muss pennen für morgen. Wie viel haben wir denn? Oh, eine 1,30er, okay.
Ja, ich muss mal gucken, ich muss nämlich auch dann demnächst. Aber mal sehen. Mach nochmal so eine Stunde, würde ich sagen, oder so, und dann bin ich ja auch raus. Ja. Also, wie schon gesagt, ich wünsche dir was und hört sich. Bis dann. Und bis morgen. Ciao. Ja. Warte. Die Kleine. Was macht denn die noch hier? Run Gaming. What the fuck? So. Was für ein Mibo-Ballon habe ich gerade gekriegt? Ich habe mich drauf geachtet, egal. Ist das aber das hier, was gemeint war? Weiß es nicht. Hab ich da nicht so hoch, ne? Aber so. Da gibt es ganz am Anfang nicht noch was, wo man durchtauchen kann. Doch, ne? Da, wo ich gesleept habe, glaube ich, gibt's das doch. Ich glaube, dann gehe ich da noch mal hin. Das müsste ja hier lang sein. Bam. Bam. Oder? Thing. Ja, und Shadow ist schon tot, also keine Angst. Ja doch, das müsste hier drin sein, ne? Da hinten ist Wasser. Komm ich da durch? Weiß gar nicht. Abtauchen. Ist kein Item direkt. Nee, bringt doch nicht wirklich was abzutauchen, oder? Doch, ein Item. Immerhin. Hey. Was wird denn draußen rumgehupt hier? Was soll das denn? Steht da sowas nicht. Okay. Ist er nicht? Ich wollte gerade sagen, ist er nicht gleich der... Der Buddy? Das ist der Buddy. Drüben, ne? Oder? Ich glaube, man musste hier nur langlaufen. Da. Drüben, unten. Unten, drüben. Let's go. Reisen Richtung. Wait, kann ich nicht hier auch? Hier bin ich doch richtig oder nicht? Hier kann ich doch auch. Aber hier ist kein Wasser unten, ne? Weil ich weiß. Hä? Oder soll ich erstmal. Ich geh erstmal sagen. Oder? Nee. Das ist noch ein Atlas für heute, ich erinnere. Ja gut, wir gucken mal. Ach, hier war Sunken Valley? Ich glaube, ne? Ja, da muss ich doch reisen. Dahin, oder? Was ist eigentlich mit Doge denn passiert? Ach ja, ich soll ihm immer noch was besorgen. Ich erinnere. Was sollte ich ihm besorgen? Aus Mibo irgendwas, ne? Was sollte ich ihm aus Mibo besorgen? Oh nein, ich hab das ja schon gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss jetzt auch nicht so eine Storyline machen, aber... Wait, was war das nochmal, was er brauchte? Ich erinnere mich nicht mehr. Warte mal. Was brauchte der Mann nochmal von mir? Er brauchte... Ach, die roten Augen. Ah, da bin ich noch gar nicht. Okay, nee, dann alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Ab da. Oh. Ja, lass das mit dem Leben. Okay, ist nichts. Ich vor mir rumleben. Oh. Friedlich hier unten endlich mal. Oh, ich werde endlich mal belohnt. Danke. Ey, hier geht's rein. Warte mal, ey.
Ist nicht hier hinten, wollte gerade sagen, geht's nicht hier noch weiter? War auch noch so ein Käfisch. Alter, was macht ihr mit denen hier? Habt ihr die aus Versehen gedroppt oder habt ihr die trinken lassen? Danke. Oh. Nein, oder zu mir. Nerviger Kopf. So. Geht hier ab? Ach, das ist das Ende von der Cave. Ja, war hier noch irgendwas unten versteckt? Nee, wa? So geil, eine Technik, womit man unbegrenzt unter Wasser atmen kann. Zeig mir die bitte. Ich würde auch gerne so einfach das Wasser atmen, you know? So wie in einem Traum, den ich mal hatte. So Träume sind auch richtig unreal things, so. Man träumt einfach und dann auf einmal so ist man unter Wasser und atmet das Wasser, zieht so den Sauerstoff da einfach raus, weil man das einfach kann, so in dem Moment. Also, ich weiß nicht, warum alle immer Probleme unter Wasser haben. Komisch. Bin ich crazy. Bin ich verrückt. Ist anders einfach. Mibo Ballon der Seele. Danke dir doch. Bin ich hier? Ey, du bist, ach so. Beruhigung. Stinkt's voll. Ekelhaft, hat er sich vorgeschissen. Was mit Dosakus Notiz? Muss das lesen kurz. Was ist das? Dosaku. Brauche ich das? Irgendwas? Da. Eine Notiz des Chirurgen Dosaku. Meine Schüler haben mich wegen Drogen verlassen. Unwillig, sich die Hände schmutzig zu machen. Haben mich alle für diesen scheinheiligen Quacksalber verlassen. Dojun, mein letzter Schüler. Selbst wenn ich sterbe, muss die Forschung weitergehen. Vollende das Verfahren zum Wohle Ashinas. Dosaku. Aha. Ach, ich kann hier nur sehen, ne? Kann ich hier das Ding nicht aufmachen? Hallöle. Er hat doch kein Problem mit. Okay, cool, aber... Oh, das wollte ich gar nicht. Das war hier Abandoned, ne? Abandoned. Dann würde ich einfach mal in den Kongo, denke ich. Oder? Reisen wir in den Kongo. Erstmal rasten, damit mich keine Insekten angreifen, das ist gefährlich. Hier denke ich. Irgendwo da. Ah, hier, ne? Ah, macht Sinn. Wo? Oh. Ich hab Leben verloren? Weil ich ins Wasser gesprungen bin? You piece of shit. What? Wer ist er? Ach, sind Statuen. Ach, gerade, ey. Ich eine kleine Armee unten, Alter. Das ist ja interessant. Okay, cool. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Ah, lass mich hin. Ach so. Ich glaube, hier gab's ein Prayer Bead oder wie die heißen. Prayer Bead. Ja, okay. Das war das Einzige? Treasure Cave habe ich oben getötet. Und der Chapter ist hier, nicht weil ich den schon hatte und abgegeben habe, ne? Weil der wäre hier normalerweise auch, soweit ich weiß. Okay. Heimkehren. Kann man das unter Wasser machen? Mega nice. Ja, perfekt. Würde ich auch einfach machen. Warum nicht? Warum denn verfickt aber nicht? Okay. Was haben? Ah, so. Was? By the way, habe ich einen Monat gebraucht. Echt gefrustet, der Fall. Geil. Übernice. Lieb den Scheiß. So. Muss auch sein. Gehört dazu, Alter. Es gehört doch dazu. Jetzt können wir in. War das Sunken? Sunken, oder? War doch auch noch. Aber wo war denn da überall Wasser? Von vornherein mal gucken, oder? So. Ich glaube, es war dann der Weg. Weiß aber nicht mehr.
was ist hier schon wieder passiert? So. Meinst du, du hast nicht einfach eine Pause kurz gemacht, um mal durchzuatmen? Wegen Ischinege. Juck mich nicht. Komm nochmal diesen Ding. Geil. Liegen. Ding. Ja, ein paar Geistembleme mitnehmen. Ging's hier nicht weiter? Oder? Weil ich erinnere mich hier nicht wirklich weitergelaufen zu sein. Ich weiß aber nicht mehr warum. Doch, weil da Wasser ist, ne? Oh, jetzt versuchen wir. Den Skippy Jump. Easy, oha, das ist gar kein Skippy Jump. Ach, das seht ihr wieder als Ashina Umland hier. Dann Geistemblem drauf? Oder drunter? Warum leuchtet das hier so? Weird. Ach nein, jetzt sind hier Geister. Warum haben wir auch so viele Geister? Ich hätte einen von euch nehmen müssen, I guess, ne? Oh. Fuck. Aua. Ich muss dich einmal hitten und dann einfach rein. Genau, dann bist du nämlich free. Sehr gut. Ah, lass mich bitte in Ruhe. Ich kann doch einfach untertauchen, aber versuch mal kurz, gegen euch alle zu fighten. Oh, bin fast zu mir gekommen. Ist gefährlich. Du musst deine Stance behalten. Oh nein, das wird zu spät. Okay, wenn einer schon mal weg ist, ist gut. Schrei mich nicht an. Warn dich. Schrei mich nicht an. Oh. Okay, dachte er wird auch noch, aber. Erstmal noch nichts, sagt er. Oh, ich hab's versucht. Oh, da wollte ich rein, aber. Da ein bisschen gefährlich gerade. Hier. Oh, ich hab's normale nur gerade. Nicht so schlau, actually. Ich bin zu. Ui. Oh nein. Haben wir wieder einen Rücken, der Wichser. Oh, konnte ich noch nicht. Blockieren. Ist mir fast egal, oder? Einfach nur durchziehen. Okay, ja. Was mach es? Nein. Nein, er macht den. Junge, lass mich doch kurz. Diese rasten auch wirklich am meisten aus und der. Der ist tot. Oh, nein. Nimm es mal her. Oh, ich hab das Blocken versucht. Das war nicht so gut. Hä? Er hat's abgebrochen. Bei himself, aber. Den habe ich nicht mehr gekannt. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Okay, okay. Die Challenge ist angenommen. Es ist angenommen. Ich glaube, gegen die habe ich immer Ishimonji früher genutzt. Oder immer so von oben drauf. Aber bei den drei Leuten ist gar nicht so schlecht, wenn ich mein Mortal Blade da nutzen kann. Warte, du drehst wieder um. Ne, genau. Nein. Lass das. Oh, hey. Hey, das sieht Half-Life, Bruder. Oh, der. Herrlich mit dir. Dann gucke ich als erstes immer nach unten. Ich verstehe es nicht. Auch oben geht's mal weiter. Skippy. So, erscheinen die, wenn ich unten bin? Ja, ne? Oh Mann. Das ist also eine Trap. Oder? Kann man vermeiden, gesehen zu werden? Gerade hier nicht. Ist eine Trap, yo. Wait. Der eine hat mich zwar gesehen, aber auch wenn der mich sieht. Egal, egal, egal. Nein, 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 bitte. Ich hab's doch gedrückt. Schade. Egal. Muss ich doch erst den Sniper holen hier. Oh nein, ich wollte den anderen. Oh mein Gott. Ach, der hat den richtig aufgeladen gemacht. Der war richtig sauer, ne? Dann gehe ich jetzt auch rein. Bin mir zu dumm. Ehrlich. Kann das ja auch so nutzen, stimmt. Macht zwar nicht mehr diesen ganzen Feld. Shit. Da hätte ich reindodgen sollen. Ich habe zwei Möglichkeiten gehabt. Ich dodge raus. Ach komm, scheiß drauf. Das ist echt Zeitverschwendung. Das sind fucking Geister, die geben mir am Ende ja nicht mal Geld. Das ist das Problem. Warum soll ich die jetzt fighten? Okay. What the fuck is going on here? What the fuck?
ich höre mein angeborenes Nachtauge. Ja, okay, war wirklich ein Headless. Wusste nicht mehr, ob ich mich richtig entsinne. Oh, du hast wieder zwei Bars, Digga. Warum sind die unter Wasser so viel cooler als du? Ich verstehe das nicht. Die haben alle immer nur eine Hälfte. Sind nicht so abgehoben wie die. Was war viel zu früh? Oh mein Gott. Grauendes Fackelgerät. Oh, Baby. Schlag mich, Baby, noch einmal. Ich konnte nicht weg. Ich musste das bauen. Das Grauen, es übermannt mich. Ich habe das Anti-Grauen wieder nicht mehr ausgerüstet. Warte. Jetzt schnell nehmen. Jetzt ist er schon gespawnt. Muss man wieder reinpacken eigentlich. Oh, er ist ja wieder in dem Muss. Ich hab's versucht. Nicht so schlecht dafür, es tut mir leid. Oh. Okay. Macht er weiter? Ja, macht er. Oh nein. Lass mich in Frieden. Shit. Nein, ich hab's vorher vergessen. Sorry. Oh mein Gott, was war das für nett? Dieser mit Giga Weirdos. Oh fuck, ich sollte nicht genau jetzt trinken, interpretiert. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass er direkt einen Raster schiebt. Mann, der chillt ja kurz. Ey, come on. Okay. Auf jeden Fall noch ein Konfekt. Konfekti. Oh nee. Das lassen wir direkt. Nee. Ah, du wählst jetzt eh rum, ne? Hab ich noch kurz Zeit. Ich wähle das kurz aus. Warte. Ich brauche euch ja alle eigentlich gar nicht mehr. Da hatte ich früher auch andere wichtigere Sachen drin. Mal kurz gucken. Also ganz hinten hatte ich die Flasche und mein Tanto hatte ich noch, ne? Halt. Ja, mach ich hier hinten erstmal die Flasche rein. Da habe ich immer die Flasche gewechselt, was auch immer es war. Und hier hatte ich dann immer wählbar. Immer gewechselt, aber meistens Tanto. Yes. Okay. Fette Titten, Alter. Oh, fick dich. Warum hast du mir so viel Schaden gemacht? Oh nein. Aber das kann man gar nicht. Ich dachte, das kann man blocken. Auch von ihm kann man das. Hä, aber wie immer. Ach so, ja, hier sind Wände. Ja, gut. Hier hätte ich aber Wände nutzen können. Ach, wenn ich zu weit weg bin, fuckt er ab damit. Naja. Okay. Ich brauche aber das Göttliche kurz, Bruder. Warte. Nein, er kommt schon wieder näher. Oh mein Gott. Ja, okay. Also, den schnellsten Angriff in die EU habe ich jetzt nicht erwartet. In dem Moment. Sag ich dir aber auch ganz ehrlich. So eine Wichserhitze, ne? Alter, so deine Hand. Warum hat die mir Grauen gegeben? Ist ja voll gefährlich. Nein! Ich dachte schon, du kommst weit damit. Sehr gefährlich geworden. Oh nein. Oh, ach, der greift mich gar nicht, hä? Voll nett von dir. Das war zu früh geblockt, das ist nicht so nett von dir. Alter. In die Ecke geprügelt schon hier. Oh, ja, okay. Zwei sind genug, alles gut. Nein. Ich hab wieder einen grauen Proc. Oh shit. Ah, shit. Here we go again. Okay, muss kurz rauslaufen und dann hört er auf, ne? Ja, genau. Irgendwie so war das auf jeden Fall.
Nein! Oh doch! Alles gut. Fick dich. Mach dein Geatme. Fick dich. First try. Sehr schön. Das kostet nun mal echt viel. Aber wenn alles gut läuft, dann bezahle ich das immer gerne. Vollen Geldi. Bei ihm kriegt man schon auch noch irgendwas Wichtiges eigentlich, aber nicht für mich. Ein Grabwachsklumpen. Das klassische Versteck wäre noch Loot. Hinter dem Monument. Easy. Okay. Das war aber, glaube ich, alles hier in der Höhle, wa? Wäre so geil, dass jetzt einfach noch so sich so ein anderer Bereich für mich geöffnet hat. Einfach so, na, geh auch einfach mal ein bisschen tauchen. Da waren noch andere Bosse. What the fuck? So. War nice. So, dann 100%, 100%ig Village. 100%. Muss mich erzählen. Ah, was noch? Gibt's hier nicht auch noch was anderes? Ich glaub schon. Hier? Sieht so wassermäßig aus, deswegen. Gucken. Ach, das war hier. Wo ist das Wasser? Hinter mir oder vor mir? Nee, das ist ja nicht tauchabel hier. Hm, oder? Ah, doch. Toll. Wusste ich nicht. Muss ich mich jetzt schon wieder angreifen, wieder kaufen. Oh. Schub. Bist du ein Schatzgrafe? Sieht so aus, ne? Ha, ich denke dir doch. Okay, das war schon mal hier, das ist doch gut. Hätte der mich gesehen, wäre das nicht so cool, wäre er weg gewesen. Wait, wo bin ich denn jetzt gerade? Tauch mal hoch hier. Ach, einfach in dem Schlangensee. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Du bist normaler, glaube ich, ne? Nee. Oh, Schatzi, glaube ich. Ja. Schatzi, schenk mir eine Schuppe. Oh Gott. Noten Kiddies. So. Wenigstens Geisterbeleber, glaube ich, geben die mir. Warte mal, einen Teachrot brauchte ich leider nicht. Nee, Mann. Hast gemisst hier. Haben sie auch extra gemacht. Oh ja, Baby. Geld ist immer gut gerade. Noch die beiden? Über euch ein Item oder sieht das nur so aus? Ist gespiegelt gewesen, glaube ich, ne? Ja. Okay, ein See voller Items. Ein tieferer Sinn noch? Ist meine Frage jetzt gerade. Kann man irgendwo hoch oder so, ne? Ist das richtig der? Ja? Was ist das da? Kann man nicht hoch, alles klar. Dachte mir schon, von unten sieht man es viel besser. Lol. Da hab ich den Spiegel von unten. Crazy. Okay. Hoch wollte ich. Na. Okay. Da war ein bisschen Loot für mich, I guess. Oder? Ich denke mal. Dann gibt's hier doch auch noch hier viel Wasser. Ist das da? Nee, das ist alles nicht tief genug, wie man sieht. Können wir mal den Boden sehen von. Hier nicht. Nice. Wusste ich's doch. Oh, jetzt noch eine Sache. Wertvoller Köder? Wofür war das denn nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wait, ist das für den dicken?
Nee, oder? Warte mal. Doch, da. Er hat seine starke Textur und Auswüchse, die Hörnern gleichen. Genau die Altköder, die der Meister liebt. Läutet die Glocke und legt den Köder aus. Doch, das ist für den. Ah, mega nice. Habe ich aber zwei von jetzt, lol. Also findet man den nochmal. War ich hier auch, glaube ich, schon mal. Aber hier ist not in serious. Ich dachte, hier geht's rein, aber. Nee. Falsch. Tiefen sind wir jetzt, glaube ich, ne? Hier ist viel Wasser. Sehen wir noch was zum Tauchen? Ach, ich glaube schon, oder? Nee, da kann man nicht durch, oder? Das war doch dieser. Oder? Keine Ahnung. Nee, es ging nicht. Okay. Ah, der giftet rum wieder. Gefährlich, Bruder. Pass auf damit. Okay, pass einfach auf. Ist okay. Beruhig dich wieder. So. Ich glaube, das ist der große Lake hier, oder? Gibt es noch einen anderen? Gab es nicht zwei? Ich weiß nicht mehr genau. Hier ist aber einer davon. Ein Karpfen? Karpfen? What is going on hier? Oh, der hat rote Augen da hinten. Den brauche ich, glaube ich, ne? Für die Quest. Eure Geldbeutel als allererstes. Dann reden wir. Ah ja, ist der Anführer von denen. Dad. Ah, hier. Das war für Do sonst sowas. Die Beschreibung lese ich gleich nochmal. Ich werde aber erstmal um mein Leben kämpfen, ja. So. Müsste ein Schlüsselgegenstand sein. So. Ein Karpfen, der im Teich im Mibu lebt. Er hat zwei rote Augen. Karpfen mit ausschließlich roten Augen können keine Meister werden. Auch wenn sie als unverständige Wesen mit zu wenig Schuppen gelten, sollen ihre Augen unvergänglich sein. Der Forscher Dojun im verlassenen Fließ benötigt diese, um sein Verfahren zu verbessern. Ja, stimmt. Nee, du willst sie einfach nur einpflanzen. Richtig reinpflanzen in die Jungs und Mädels. Macht ihr tot sein. Oh, noch einer. Hunde. Hunde? Okay. Wir haben ein paar Geist-Embleme holen. Alles klar. Ja, da oben kann ich eigentlich tauchen, glaube ich, oder? Obwohl, doch. Doch, doch. Ein Idol weiter. Wattermühle. Da bin ich mir sicher, dass ich da schwimmen konnte. Vielleicht kann man da also auch tauchen. Es gibt nämlich wenig Plätze, wo man schwimmen konnte, also kann man sich die recht gut merken, muss ich sagen. War das nicht hier direkt? Ja. Ach, wenn man tauchen kann, kann man da direkt einfach rennen, sich gerade. Okay, ich verstehe. Hier los, nichts. Was ist da los? Danke dir. Items oder so? Oder gar nichts. Nur der Karpfen. Ja, das ist ja noch einer, oder nicht? Was habe ich da gerade gesehen für den Schatten? Naja, hier war ich schon. Geht's auch nicht weiter? Ne, okay. Dann war's das hier. Ich dachte, hier gibt's mehr. Okay. Warte mal. Bei dem davor war ich ja gerade, oder?
Wait a minute. Hier war ich eben, ne? Oder nicht? Doch, ja, ja, klar. Hier war ich eben. Nee, dann gibt's da keinen anderen Fluss mehr, oder? Ist bei euch noch ein hier? Würde mich ja wundern. Fick dich. Nee. Dachte ich mir doch. Oh, nichts gibt's hier. Der noch nicht. Auch nicht, it seems. Auch bei absolut ausgetrocknetes Flussbett hier. Oh, hi, Grüße. Was verdient. Sei ehrlich. Ja. Lass es bitte. Lass das bitte! Er wollte mich mal küssen, das darf der gar nicht. Das ist gar nicht mit Consent von mir gewesen. Ich glaube aber, ich habe ja alles. Oder? Ich hab's hier oben noch irgendwas anderes. Oh doch, warte mal. Gibt's hier nicht auch noch was? Ein Flüsschen oder so? Nee, gar nichts. Doch. Ist der deep enough? Ah, wait. Das ist hier das Ende mit der Kiste hier, ne? Ah, fuck. Dann noch oben. Ja, okay. Und die ist open as shit. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, alle Schwimmpositionen von damals abgegrast. Obwohl, nein. Vergangenheit. Halt. Oh. Ich habe keine Maus. Ach doch, habe ich, aber die funktioniert nicht jetzt. What the fuck ist going on? Anstrengend. Weil dann, gehen wir nochmal Richtung Hirata. Aber jetzt die Frage. Ich denke, hier kann ich ihn dann umdrehen, ne? Ja, das ist ja der See dahinter, da bin ich auch noch nicht hier taucht. Und ich finde das Runterspringen immer voll anstrengend, ich weiß auch nicht. Ah, achso. Hier war das. Hundesohn, wo ist der? Unten? Wo war der denn? Keine Ahnung. Juckt doch nicht. Gehen wir mal ein bisschen tauchen. Folgen wir eh nicht ins Water. Hey, du bist unter Wasser am Verstecken. Das darf man gar nicht. Als Schatzkauf. Wusste ich gar nicht, dass die das einfach machen. Warte, also ich dachte, ich hätte ja alle. Das wusste ich echt nicht, ja. Ah. Stimmt, hier gab's noch zwei, wow. Mhm. Jetzt schon gelohnt jetzt. Ja. Jetzt bin ich mir, wo der andere war. Der andere Händler, den drei. Ach, im Reich der Götter. Ne, ist beim Sakura-Ding, ne? Da ist der irgendwo, soweit ich weiß. Aber kein Item, was hier rumliegt. Verwunderlich. Hier darf ich nicht weiter. Ja. Hier ist eine Wall. Okay, das wär's, wa? Hier unten? Oh ja, hier geht's auch bergab. Alles klar. Hallo. Rein. Filmreifer Exit. So. Wo war hier noch Wasser? Shinobi Hunter. Wo ist der? Hier vorne.
Hier, ne? Ja, hier hinter. Du hörst mir, snipe für mich rum. Schnell die ab jetzt. Bam. Ey. Lass den voll in Ruhe jetzt bitte. Oh, ich hab den anderen wieder umgeknallt. Ist gefährlich. Geh mal ein bisschen auf Abstand zu meinem Jungen. Oh, du bist wieder genug gearmert, um gegenzuhalten, ne? Ja, gib ihm den Rücken, Junge. Ich fick ihn kurz. Hilfst du noch? Oh, der brennt. Der lebt nicht mehr lange. Ich bin gerade niedergeprügelt. Ich kann ihm nicht helfen, jetzt. Aua, aua. Oh, ich wollte ihn noch übernehmen. Ey, ich bin dein Meister. Dein Herr und Meister. Mach sowas nicht. Ey, 300 Geld. 300 geldliche Einheit. Find ich persönlich in Ordnung. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Oh, ihr seid alles nur Missed Cups. Ey. Gibt's da irgendwas Tolles, ey? So ein weites Ding für gar nichts? Echt jetzt? Nee, oder? Ist kein Item auf jeden Fall. Und kein Durchgang irgendwo. Doch, war für nichts. Mega nice. Weit hier vielleicht? Auch nicht. Nee, das ist respektlos. Das ist wirklich respektlos. Nein, du bist. Das ist das Problem, ne? Das ist das Problem hier. So. Der heißt, wir können jetzt mal kurz nach Hause laufen. Oh, er hat bestimmt noch was liegen lassen, ne? Mein Archer, danke. Nein. Okay, okay. Und rasten noch einmal. Und dann gibt es hier nur noch diesen See vor mir eigentlich. Der hier noch abgeht, Trent, oder? Der hier, genau. Oh. Ah. Toad. Nice. Hier ist sonst nichts, ne? Ne, sieht nicht so aus. Klar. Dann wird es Zeit, weiterzugehen, I guess. Beim Monk war ich, ne? Dahinter, stimmt. Sonst war ich jetzt eigentlich auch überall, ne? Ich habe eigentlich alles abgeschlossen, was davor war. Bis hier. Deswegen, ne? Ehrlich. So. Mal wegreißen, bitte. Haben wir natürlich. Ich muss aber zu Dojun, oder? Keine Ahnung. DJ? The Janes? Muss ich bitte in Frieden. Du hast hier so viel Messets, die bei dir rumlaufen. Ich muss mal alles umbringen. Mann. Oh, kommt da noch was? Oh, nee, komm, wenn die jetzt auch hier komplett herlaufen, das ist ja nicht so geil. Ich dachte, die gehen ja wieder zurück in ihren Platz. Will ich ihn jetzt 100 mal töten? Egal, lass mich kurz reden mit ihm. Ah, der geht ja wieder nicht so schnell. Kann ich den Mortal Bladen eigentlich, damit er einfach stirbt? Geht das? Das wäre so krass. Geht leider nicht, oder? Oder? Nein! Nein! Egal. Doch! Gar nicht. Oder ist das... Ah ne, wenn man die zweimal tötet, ne? War das nicht so? Warte. Ey, ach dich, du bist netter. Okay, alles gut. Ey, du hast mich eben schief angeguckt. Hör auf, du willst mich nur küssen wieder. Da habe ich keinen Consent für gegeben. Oh, da bin ich voll reingelaufen mit einem Kuss. Alter, wie er sich so auch so langsam um einen rumschlingt. Das ist crazy. Piss dich, Mann.
So, jetzt nochmal bitte. Okay. Aua. Ja. Okay. Okay. Ich denke, das ist so. これで施術がまた一つ進む。きっと師匠は手放しで喜ぶでしょう。だが私はどうだ。師匠のような心持ちにどうしてもなれぬ。 Nein! Ja. Sorry, Bruder. Was soll ich machen? Überall Mistviecher bei dir. Kommen noch mehr? Ne, gerade nicht. Mann. Sorry. So, dann aber. Muss es so kassieren. Warum bist du das nicht? Erzähl's mir, komm, du willst es doch. Warum nicht? Gut. Dojen. Die Dinger sind doch nicht mehr krass, oder? Ein Klumpen fettiges Wachs, das im Inneren des Körpers, das pechschwarz geworden ist. Wird der fortgeschrittene okkulte Prothesen-Modulverbesserung verwendet. Aha. Ach ja, meine Prothesenverbesserung werden ja immer lila, alle, ne, mit dem Lazuli und so weiter, warte. Im Blau. Lässt den Klumpen wachsen und schwärzer werden, es ist üblich, Wasser über die Stelle eines sexuellen Wuchses laufen zu lassen. Uff. Das ist ein bisschen eklig, ne? Aber nett, dass es mir wenigstens in so einem Eimer gibt. Mit dem ewigen Wasser? Das ist ja übel schlecht. Du machst also auch diese Kacke mit denen. Hier sind auch die ganzen Experimente davon, ne, die ekligen. Voll schade, Alter. So, ich setz mich mal hin, dann komme ich wieder und wehe, du machst halt einen Scheiß. Okay, du machst halt einen Scheiß jetzt, Alter. Ich sag's ja, ich warne dich. Mach doch keinen Scheiß, Mann. Scheiße. So gesagt. Was in aller Welt? Wie wollt ihr? Doch nicht an mir ausprobieren. Du bist der Schafste. Ich meine, steht ach, der redet mit sich selbst. Ne? Du bist das nächste Festival. Bitte nein. Ein Sensei, das ewige Wasser hat euch verhext. Och, Mann. Scheißficker. Nochmal. Oh. お、さて。何を私に使うというのですか。そうですよ。お主が何か。お、やめください。やはりこれはもはや井戸からは外れております。何故このようなことを。 Was bedenke ich mich da jetzt mit dem Rede? Ach, gar nichts. Rede vorbei da. Geht hier? Ach, hier war die Unterwasser. Ja, ja. Sorry, Digga, ich habe mal deine Scheiße kaputt gemacht. Komm gleich wieder. Ich glaube, ich muss noch einmal weggehen wieder, oder? Weiß nicht mehr. Was ist hier mit dem Samurai passiert? Kommt der nicht auch irgendwann und ist sauer auf mich? Auf saurer Samurai-Basis.
Nee. Ich weiß nicht mehr, was jetzt kommt, actually. Wait a minute. Wie soll ich da gehen? Der hat meinem Arsch einen Kopf auf dem Boden. Er ist der Dojin. Nee. Das ist so. Falsch, aber richtig gesucht. Alles klar. Ja. Okay. Also mir wird gesagt, es geht doch weiter. Aber ich muss noch mal kurz hier in den Gamer machen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da oben. Da ist er. Hallo. Das ist ein Minibus, ne? Geworden. So weird ist dein Obachi. Crazy. Oh, was soll er nehmen? Oh, der war schnell. Den muss ich dir lassen. Der war echt schnell. Der nicht. Ich habe geblockt und angegriffen gleichzeitig. Das habe ich theoretisch einen Skill gerade gemacht. Ist nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich wegdodgen, aber leider bin ich am Boot hängen geblieben. Es tut mir doch ganz doll leid. Naja, er tritt das Leben aus mir raus. Ja, Spirit of Easy, okay. Ich erinnere mich jetzt. Mal bald aus. Oh. Hey, wieder direkt die Bossfight-Musik. Nice. Hä? Oh. Jetzt ist da ein Mönch? Noch? Oder eben da auch schon? Sensei? Oh mein Gott. Oh ne. Der Treffer war fatal, dass ich den nicht getroffen habe. Oh, die machen eine Combo zusammen. Das finde ich jetzt fair. Wait. Ist er Reloaded? Nein, ich kann es nur einmal ausführen, ne? Ah, ne, kann ich nicht. Warte mal. War das das hier? War das ja Münzen, oder ne? Wo waren das noch? Wo stand das noch mit bei? Ich weiß nicht, ob es der war oder der. Ich bin im Water, Jungs. Ich bin im Water. Aua, ich war im Water. Kannst du nicht einfach so ein Ding da schicken? Alter, ich sehe nichts. Ziehen. Nein, ich bin fast tot. Oh nein. Ich komme da nicht hoch, ne? Doch. Hey, er macht's aber nicht. Er greift nicht. Er kann nicht mehr greifen, dann habe ich jetzt. Oh. Nein. Das reicht irgendwann. So.
Danke, Bruder. Ich will es trotzdem testen. Jetzt kann ich aber vorher mir mal den hier geben. Dann mir einen Kügelchen mal reinjagen dafür. Ich weiß es ja nicht. Ja, warte mal, Feuer ist auch gut gegen die, aber davon habe ich nichts. Nee, das geht. Hä? Entweder ist das falsche. Weil das hier war doch das richtige, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Ich kann das Tanto nicht nochmal benutzen, ne? Kann noch nicht. Muss erst verbrauchen in dem Sinne. Ich hab keinen Bock aufs Verbrauchen gerade. Das war gefährlich. Okay, verbrauchen. Naja. Ja. Ja, ich kann's. Ach, man kann das nur einmal pro Live? Hä? Wieso habe ich dann. Ne, jetzt habe ich kein Leben mehr dafür, deswegen. Ha, du Hurensohn. Wie er mir immer direkt so ein Ding abwirft. Ne. Will ich soweit nicht. Schickt mir wieder was? Ne, er wollte. Ah, Kühlchen gehen ja nicht, dann trink doch. Hm? So. Ach man, lass mich doch einmal meinen Scheiß machen. Ich krieg zu viel, Digga. Naja, ich bin. Ich bin schon wieder tot. Ich will nur was testen, Mann. Einen Versuch habe ich noch und danach bin ich tot. Nein, verpiss dich. Nervst. Oha. Dick dich. Wirft wieder irgendwas, ja. Oh. Warte. Okay, du bist. Es hat ihn nicht getroffen, es hat nur ihn getroffen. Ach, Mann. Weil wenn das ein Mönch ist, dann müsste ihn das Insta-killen, actually. Ich weiß gar nicht, ob gegen die Mönche die Nahkampf-Strat eigentlich besser ist. Weil beide gleichzeitig verhalten das respektlos. Und der da hinten kommt, der wartet schon wieder auf seinen Move. Das ist respektlos. Wenn die Klinge hinten hält, kommt der am Hof. Alles klar, macht Sinn. Junge, du bist viel zu faul. Ah, der Mensch wollte mich gerade übelst angehen. Finde ich actually nicht so nice. Ah, ich hab's voll zu blocken und wird gegrabt. Was ist denn gegen Mönche nochmal gut? Ich überleg gerade. Mal kurz. Nein. Warte mal. Da. Naja, das hier? Nein, das hier. Nee, hä? Wie heißen die denn? Warte mal. Der hat das gleiche, was die normalen Monks machen. Ja. Und. Warte mal kurz.
Müsste ja dann das hier sein, oder? Ja, der Weinerplankton. Also wenn das nicht geht, ist er auf jeden Fall kein Monk, also gilt nicht als Monk, obwohl er das Set hat. Wäre cool, da wäre das wirklich gerade rausfinden. Ob als Monk zählt, was eben. Ich kann es nicht ausführen, Diggi. Ehrlich, ihr seid richtig scheiße. Es macht einfach keinen Bock. Bruder. Nee, lass mal. So. Ach, ist nicht weg. Ich dachte, ich hab's verbraucht. Nein. Und jetzt immer noch nicht, hä? Ich hab's nicht verbraucht. Naja, auch, dass das mich gewohnt hat, ist crazy, aber trotzdem. Warum lässt er sich nicht zweimal einfach hitten, Digga? Ich muss doch nicht extra zum Fick Window warten. Ist doch krass. Weil wenn ich ihn parry, macht er ja nur weiter. Das bringt mir ja gar nichts. Aber ich hab mir nicht Ding gegeben, ne? Hallo. Da steht man drauf, genau. Okay, da steht er kurz. Halt. Und kann wir nicht, ne? Doch. Ah ne, das hilft gar nicht gegen ihn. Okay, ist kein Monk. Wollte ich hauptsächlich herausfinden gerade damit. Gut. Kann ich den nämlich wieder wegpacken. Bei ihm bringt es halt leider nichts, die ganze Zeit nur drauf zu gehen, dass ich bei ihm Stance-Schaden mache, weil er behält ihn zwar, aber ja, das saved mich nicht vor diesen ganzen Slices, Digga. Ich weiß nicht, was ich erst bei denen hier machen soll, actually. Wirklich. Einfach so gleich beide, Digga. Also ich kann ihm auch nicht wirklich Stance-Damage machen, sehe ich. Wette, ich muss sie wirklich einfach feuern, die im roten Augen. Habe ich eigentlich auch was für die Waffe, wo ich Feuer kriege? Nee, ne? Glaube ich nicht, da ich ja noch nie gesehen bin. Ne, ich habe ja nur meine Feuer. Mann. Ich habe ja nur meine Feuerfähigkeiten. Dafür habe ich keine Dings. Da müsste ich, wenn wir neue kaufen. Ich habe eine Feueraxt schon ausgerüstet. Ich kann auch das Flammenrohr noch nehmen. Kein Problem. Und ein Flammenspeer, wenn ihr wollt. Auch kein Problem. Im Sturm meine ich, Entschuldigung. Lass uns mal halten, im Brand zu sitzen, ja, genau. Oh, ich komme nicht weg. Ich wollte gerade sagen, ich bin gedodged, anstatt zu springen. Also ich finde auch, das Feld ist sehr klein, ne? Das Feld ist einfach auch sehr klein, ne? Seien wir ehrlich zueinander, okay? Okay. Achso, ja, stimmt, der hat auch einen Thorater gehört. Muss mal ganz kurz gucken. Ja, aber das hilft mir jetzt gerade nicht wirklich, weil das habe ich doch hier auch, aber hier steht nicht. Warte mal. Weil die eine Sache habe ich noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das geht, das ist ja crazy. Warte, erstmal hole ich mir jetzt ein paar Dinger hier. Ich habe ja noch hier kommen drei Geldbeutel. Sollen mir ja für einen Run hier bestimmt was geben. 30, jo. So. Lass mich bitte in Frieden. Oh nein. Fuck mich ab. Nicht jetzt. Hier noch. Kann mich angreifen.
Darf man gar nicht. Mal gucken, ob das geht. Wait. Nämlich nicht? Nein. Oh, und das hört er auch nicht. Kann ich? Jetzt. Oh mein Gott, ich kann. Oh, Baby. Fick dein Meister. Ui. Fick ihn mit mir, komm. Ich von hinten, du von vorne. Bam, bam. Ich von der Seite, bam. Du von da, bam. Ich von hier wieder, bam. Ja, genau, gib ihn von der Seite. Oh nein, oh. Ich hab ihn fast getroffen. Ein Mate. Oh, gib ihn. Bös, fick ihn, fick ihn. Ich hab ihm blaue Augen gegeben, die sind wichtiger. Bringen eure Roten gar nichts. Fick ihn. Bis ins Wasser. Oh, ich wollte helfen, Diggi. Ich wusste nicht, dass du mich one-klicken willst. Sehen wir das doch vorhin erstmal. Er ist tot. Aber er hat gute Arbeit geleistet. Alter, er versucht's immer wieder. Alter. Ja, fick dich. Ja, ich wusste, dass seine Strategie auch geht. Ich habe einfach nur gerade überlegt, was könnte man noch machen? Und der Gashi hat mir schon immer geholfen. Okay. Wow. Das war voll anstrengend, aber das war geil. Die beiden töten das nochmal. Einen Weg zu finden, sagen wir es so. Ich liebe das. Alter, das war wirklich am Anfang Bullshit, Bullshit. Dann dachte ich, wenn die jetzt normale Mobs zählen und gar keine Bossleiste haben, könnte ich dann nicht eventuell die Kontrolle übernehmen? War das eigentlich Dojin da unten, der Nackte? Oder wer war das? Ich weiß nicht mehr, ich reste jetzt. Ich hab gerestet, ne? Wait. Ich bleib mal kurz hier drin, weil, ist er durch? Ist er durch? Ich tap mal kurz raus, kein Moment. Was auch nicht, eine Dojin, Combat. Achso, das war's. Ah, okay. Develops red eyes, those eyes considered dangerous and filled with vision. Ja. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Habe ich alles richtig gemacht. Wollte ich nur ganz kurz wissen. Hatte kurz Angst, okay. So. Wo waren wir? Boah, so schon fertig waren wir jetzt. Dass wir können actually weitermachen. Boah, ich muss mein Essen auch noch machen. Fuck. Ja. Schlafen wir irgendwie. Jetzt mal rasten wieder auf entspannt. Das heißt, er müsste durch sein jetzt. Wo waren wir? Hochzeitshöhlentür. Hochzeit. Gehen wir mal gucken, was da so los ist. Ah! The Divine Room. Wird beschützt vom Corrupted Monk. Warte mal, erstmal will ich hier kurz gucken. Was war das hier nochmal? Eine Sänfte? Für was? Den anderen Schlangengott? Wo man hier die Opfer gemacht hat. Darf man nicht. Schutzstein. Ein Stein, der auf dem Altar im Dorf der Wasserbewohner gefunden werden kann. Solche Steine bilden sich in den Körpern jener, die das Urquellwasser über längere Zeit trinken. Trete in den Eheschrein und biete den duftenden, glückweisenden Stein an Bestandteil des Räucherwerks. Zum göttlichen Erbentor auf Elbe und Stäbchen.
Schottsteine verheißen Glück mit süßem Duft als Brautgeschenk. Die Sänfte wartet bereits. Achso, also schneidet man sich das aus dem Bauch sozusagen? Okay, krass. Okay. Jetzt könnte ich zum Maroden eigentlich gehen, ne? Maroden. Hab ich noch. Habe ich den Drachenquasar nicht gekauft und einmal schon gegeben? Ich hab den Unrefined hier schon gegeben, das weiß ich. Müssen wir gleich mal gucken, weiß ich gar nicht mehr. Hab ich jetzt angeholt? Ja klar, habe ich alle wieder. Oh, was geht da? Kann ich da lauschen? Lauschen. Was macht's eh, ich will. Lauschen. Noch ein Uta. Ach, die Zentralarmee ist hier. Jetzt geht's los. Ist sie das? Wir ändern ihr liebisches Verhalten wohl nie. Rennen die Feuer immer noch. Immer. Das darf jetzt nicht mehr ändern. Oho, was ist denn jetzt so? Was wollte ich schnitzen bis dahin? Freundlich hier. Muss doch nicht sein. Okami-dono mo irashitano desu ne. Watashi wa hotoke o horu oto o kiku no ga suki de. Aha. Tokiori koko o tazuneru no desu. Lügen? Ich hab den Kursan. Was? Die Nussan sei. Deva. Hau rein. Ich dachte, du willst mehr mit mir reden? Was brauche ich jetzt eigentlich hier noch? Wenn man das Puder. Was ist denn das Puder nochmal? Nicht Adamantit? Knallquecksilber. Und dann noch. Ich glaube, das Lazuli habe ich, glaube ich, noch genug. Ja. Los. Obwohl, nee, braucht man drei für. Hm. Ja, ich brauche auf jeden Fall viel Knallquecksilber. Grafwachsklumpen habe ich jetzt schon wieder am Park. Ah, ich könnte mich nicht finden, dass ich nur betrachten. Wenn ich es auch versucht hätte, ich hätte nicht gedacht, dass jemand jemanden retten will, der seinen Namen verloren hat. Also ich hätte es das Schicksal. Ich würde dich ausgerechnet, wenn ich eine Tasse Tee gebraucht hätte. Mehr habe ich nie, Bruder. Mehr habe ich nicht. So, war hier nicht The Way to the Kuro Man. Show me the Kuro Man. Need to talk to the Kuro, oder? Du Arschloch! Ach, die werden belagert jetzt, ne? Werden die jetzt nicht belagert? Fuck, ey. Das ist übel. Das ist nicht so krank. Nicht so krank. Nicht so geil. Eine Belagerung. Ist das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die Brücke ist aber auch schon immerhin, ne? Crazy. Da vorne habe ich aber noch die Statue, wie es aussieht. Oh, wollte ich nicht. Okay. Sieht aber, ja, habe ich noch. Okay. Komisch. Da stehen ein paar Leute, hä? Sind hier alle normal noch? Wie sollen die denn invaded haben, wenn das Umland noch völlig bestückt von Leuten ist? Sind doch alles Ashina Boys hier. Hallo. Und solange kein Boss da ist, gehen wir wieder auf die alten Techniken. Wo ist denn der Typ gewesen? Warte. Du meist den Truppen zwar noch leichter hier reinzukommen, aber hey, das Plot muss sein. Die
ersten Gegner, wo man blocken muss. Ehrlich. Aber die hier gibt's alle. Aber noch. Okay. War meine. Leute, hä? Alter. Voll unfair von dir. Was er da drauf zu schlagen ist. Oh. Hab ich das zweimal gemisst. Passiert. Hunde. Was hab ich denn da gerade gehört? Achso, der ist hinter mir gestorben. Wolfe. Oh, geht er nicht. Oh, ich wollte gerade angreifen eigentlich. Oh, geht er nicht. Hier mich. Danke. Und die geben mir auch ein paar Embleme wieder für den Weg mit. Ist nett von denen. Hier ist gar nichts invaded worden. Das Umland haben sie einfach geskippt oder was? Ist noch voll besetzt hier alles. Geht los, hat sie gesagt. Also, wo? Gehen auch noch alle. Ja, macht keinen Sinn. Ja, irgendwie keinen Sinn. Ich bin verwirrt. Schweinchen? Down. Ah. Mach ich erstmal euch lang, wa? Ne, dich will ich auch nicht jetzt meinen Untergebener haben. Aua. Digga. Er fährt hier mit so einer lauten Scheißkarre da. Oh, da sind ein paar Kunden. Oh. Rücken. Gefährlich. Den Rücken. Den zu halten. Oh Gott, was mach ich da? Geh mich mal. Oh, der ist dein Kollegenficken, hallo. So. Denke ich. Hm. Oh, will auch mal schlagen. Lass den Scheiß doch her. Ja genau, mach das, was du gut kannst. Stehen, blocken. Oh mein Gott. Wie gesagt, bis an sein Lebensende. Mehr kann er nicht. Der Gast ist krass. Wie er geblockt hat um sein Leben. Wo? Oh. Die schlagen ja wenigstens noch zurück hier. Oh. Oder so. Oh, oder so auch nicht. Eieiei. Wo war hier noch einer? Er hat mich noch gesehen. Hallo? Zeig dich, böser Dämon. Keine Ahnung. Keine Ahnung wo. Passt schon. Die Alte ist jetzt schon am Gammeln, glaube ich. Die ist schon länger dort hier. Ah, jetzt hier hoch bewegt wenigstens. Cool von dir, cool. Mega nice. Na gut. Ich nehme noch mit. Dann gehen wir. Oh. Na, sie juckt. Katapultate nicht mehr hier hin. Ich nehme natürlich alle einmal mit. Ja klar. Du kannst für mich rumknallen jetzt, wenn du magst. Ich mach das ganz gerne, so Sachen. Ich war gar nicht das Treib. Wollte sagen, mich haben die gar nicht bemerkt, lol. Oh nein, er knallt mich jetzt, ich muss schnell wenden. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Alter. Ich hab's zu spät bemerkt, dass er jetzt Friendly Fire direkt macht. Weil hier gar nicht so viele Gegner sind, dass ich ihn übernehmen hätte müssen. Ich könnte ihn auch schnell töten, eigentlich, ne? Warte. Boah.
Warte kurz. Hallo? Du hast gesagt. Das ist krass. Ich wollte ihn gerade töten. Okay. Ist Kork, da ist auch noch alles okay. Jetzt ist das wirklich nur die Burg, oder? Aber wir haben hier das Umland geskippt, wenn ich fragen darf. Geht das? Kann man das einfach so machen? Ich kann einfach so sagen, ich möchte jetzt hier einfach das Umland jetzt skippen. Ich mag das sonst nicht. Hey. Da hinten. Das ist ein Geistemblem. Muss ich mir gönnen. Ich danke dir. Sehr nett. So. Oh, hier sind ja zwei Jungs, ne? Ich vergaß. Und du bist ja der Blocker. Dann komm erstmal du. Oh, du rastest. Oh. Nein. Oh mein Gott. Mach doch, bitte. Verarsche ich da nicht immer so hart. Und lange, weil. Das nervt richtig hart. So, wer ist jetzt schon wieder hier? Ach, oben Kock. Das juckt mich nicht. Hier ist nichts, außer er. Oh, das war zu früh, aber ging trotzdem. Digga, wie lange ist der denn Trigger? Meine Güte. Da ist auch wieder nichts. Okay, hier kann ich auch weitergehen, glaube ich. Hier kommt dann der geheime Weg. Ah, dann ging es runter, ne? Kann man später wieder hoch. Ja dann, deshalb vielleicht, weil es irgendwie abgegrenzt ist. Aber wie können die Burg invadieren? Burgdorffestung am besten, oder was ist das immer? Ne, Burgdorf wahrscheinlich, oder? Weil das habe ich noch. Was geht ab? Deathline. Ist leider sehr spät da, aber ich stream auch. Ich stream jetzt schon 3 Stunden. Oh, danke für den Follow direkt. Danke, danke. Soll ich sagen, ja, ich gehe nämlich gleich auf. Ich muss 6 Uhr arbeiten. Ist nicht so geil, aber muss ich dann machen. Mit dann Nickerchen mittags machen und dann abends leider auch nicht mehr online kommen können für den Tag. Wo steht denn eine Alte? Steht ja schon immer eine Alte? Da oben, okay, aber hier. Ich stand eigentlich, ich schien's da mal. Achso. Ihr sagt mir einfach, ein Dämon wird geboren, okay. Ja, ich weiß doch, welchen du meinst, alles gut. Okay. Na dann. Man kann sich um dieses Tor rum cheesen ja noch, ne? Dann kommt man irgendwie anders dadurch. Leute, ich weiß nicht. Mal kurz gucken, aber in der Burg habe ich glaube ich auch noch eins, oder nicht? Mal sehen. Nee. Hä, kann ich von da überhaupt wieder raus dann? Oder haben die alle Türen verschlossen? Das wäre witzig, wenn ich von da invaden könnte. What the fuck? Hast du ein paar Tipps für diesen Dude auf dem Pferd, der gerade. Ach, wo ich gerade war? Für Gyobo meinst du? Tipps. Also, ich persönlich finde, Gyobo ist eigentlich einer, der zeigt dir so ein bisschen, wo es lang geht. Damit du so ein bisschen lernst auch. Das finde ich ziemlich geil, weil Gyobo ist so. Der zwingt dich, ein bisschen deine Möglichkeiten zu usen, damit du ihn vernünftig fighten kannst. Also mein Tipp, mein einziger Tipp eigentlich wäre, scheiß auf deine Tools in dem Moment und vertrau voll aufs Parry-Timing, also weil er kriegt sehr viel Haltungsschaden, der bleibt bei ihm ab so, ich glaube 30% oder so bleibt er bei ihm relativ steady, einfach auf der Stelle stehen, das bedeutet, selbst wenn er wegreitet von dir und so,
hat er die Haltung immer noch, den Haltungsschaden. So, und das heißt, wenn du deine Tools da immer gegen nutzen willst, das ist immer ein bisschen zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Ich überlege auch gerade, gibt es ein Tool? Gibt es ein Tool, was gegen Jobo Sinn machen würde, was man da hat? Wirbelnder Wurfstern auf absolut nicht. Rüstung kannst du ihm nicht entfernen, den Rest hast du nicht. Nee. Nee, meine ich ja. Das bringt alles gar nichts. Das Einzige, worauf du dich verlassen kannst, ist dein Haken, dein Ranziehen. Wenn er, ich hab den auch, Perry sterbt so. Okay, ja, wie gesagt, parry den oft und lass ihn dann, wenn er zum Beispiel von dir wegläuft, dann hat er immer so ein Symbol über sich. Also weiter die Anziehattacke, genau. Wenn du, und das will ich dir gerade erklären, wenn du die Anziehattacke hast und, warte mal, ich guck gerade mal, welche Fähigkeit das war. Flugkampfkunst? War das das? Nein. Greifhakenangriff, glaube ich, ne? Genau. Da machst du so eine Kreisbewegung. Ja, hier, wie man hier sieht. Da machst du so eine Kreisbewegung, wenn du den geskillt hast. Da machst du 2 Hits mit. Und wenn du ihn anstatt sein Pferd triffst, machst du ihm halt mehr Haltungsschaden und bringst ihn dazu zu staggern. Bedeutet, dass er einmal so zurückfällt und dich angreifen lässt. Ne? Dann hast du so ungefähr 4, 5 Free Hits und dann geht's wieder weiter sozusagen. Und das musst du halt hauptsächlich einfach machen. Das ist zumindest die Strat, die ich immer gemacht habe. Einfach Greifhakenangriff, wenn du den perfekt triffst, passt es. Habe ich vorhin auch geholt, okay. Ja, du musst so spät wie möglich drücken, ne? Also direkt vor ihm eigentlich erst drücken, damit du beide Hits halt triffst, weil man die sonst nicht trifft. Sonst machst du den ersten Instant, wenn du es drückst. Und das ist halt das Problem. Und, aber wie gesagt, die beiden sind schon sehr nice. Das Ranziehen ist sehr, sehr hilfreich. Und parryen vor allem, dieser ganz langsame Endschlag von der Combo. Wenn du den blockst, der dich so sozusagen richtig zurückschmeißt, wo du mit deinem Schwert im Boden dann sozusagen wegrutscht und dich dann an dem Schwert festhältst, nachdem du den geparryt hast, dieser richtig, richtig starke Hit, den musst du parryen. Wenn du den parryst, dann stumbelt er kurz auf seinem Pferd, also dann hast du kurz so 2 Angriffe oder so for free und du machst ihm hohen Haltungsschaden. Er hast so ein Discord, ja, musst du Ausrufezeichen TC noch machen. Boah, aber ich muss jetzt eigentlich gehen. Ich hab auf Uhr geguckt gerade, ich muss jetzt eigentlich gehen, es ist 3 Uhr, Digga. Ich hab nicht mal mehr 3 Stunden, weil ich muss ja auch noch essen. So. Komm gerne in den Discord. Ich hoffe, der funktioniert auch wieder. Sollte eigentlich der Link. Und dann, wie gesagt, kannst du gerne mal, wenn du irgendwas hast oder so, kannst du einfach gerne mal in den Channel kommen. Dann komme ich mal zu dir runter oder so. Kann ich dir mal ein paar Sachen erklären. Ich kann auch Reflexion der Kraft mal machen und dir dann den Fight einfach zeigen, wie ich es machen würde. Also das kriege ich auch hin. Aber für heute ist für mich Ende. Also heute kann ich nicht mehr. Weil hier kann ich dir einfach zeigen, wie man mit dir nochmal fighten kann hier. Also warum nicht? So, aber ich muss jetzt.